Schauspieler Ernst Schröder seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt Ihnen 1 Plus heute Abend das Schauspiel Das Leben des Galilei von Bertolt Brecht. Ernst Schröder in einer seiner bedeutendsten Rollen. Stell die Milch auf den Tisch, aber klapp kein Buch zu. Er sagt, wir müssen den Milchmann mitzahlen, sonst macht er bald einen Kreis um unser Haus, Herr Galilei. Es heißt, er beschreibt einen Kreis, Andrea. Wie Sie wollen. Wenn wir nicht bezahlen, dann beschreibt er einen Kreis um uns, Herr Galilei. Während der Gerichtsvollzieher, Herr Gambione, nur gerade auf uns zukommt, indem er was für eine Strecke zwischen zwei Punkten wählt. Die kürzeste. Gut. Ich hab was für dich. Sieh hinter den Sterntafeln nach. Was ist das? Das Ding zeigt, wie die Gestirne sich um die Erde bewegen nach Ansicht der Alten. Schalen. Wie viele? Acht. Das sind die kristallenen Sphären. Auf den Schalen sind Kugeln angemacht. Die Gestirne. Das sind Bänder, auf die sind Wörter gemalt. Was für Wörter? Sterne. Als wie? Diese Kugel ist der Mond, steht drauf. Und darüber ist die Sonne. Und jetzt lass die Sonne laufen. Das ist schön. Aber wir sind so eingekapselt. Das fühlte ich auch, als ich das Ding zum ersten Mal sah. Einige fühlten das. Mauern und Schalen und Unbeweglichkeit. Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne sich um sie drehten. Der Papst, die Kardinäle, die Fürsten, die Gelehrten, Kapitäne, Kaufleute, Fischweiber und Schulkinder glaubten unbeweglich, in dieser kristallenen Kugel zu sitzen. Aber jetzt fahren wir raus, Andrea, in großer Fahrt. Denn die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Wie sagt der Dichter? O früher Morgen des Beginnens. Früher Morgen des Beginnens. O Hauch des Windes, der von neuen Küsten kommt. Und Sie müssen Ihre Milch trinken, denn dann kommen sofort wieder Leute. Hast du, was ich dir gestern sagte, inzwischen begriffen? Was? Das mit dem Kopernikus zu seinem Drehen? Ja. Nein. Warum wollen Sie denn, dass ich es begreife?
Es ist sehr schwer und ich bin im Oktober erst 11. Ich will gerade, dass auch du es begreifst. Dazu, dass man es begreift, arbeite ich und kaufe die teuren Bücher, statt den Milchmann zu bezahlen. Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders hält als morgens. Da kann sie doch nicht stillstehen, nie und nimmer. Hm? Was siehst du? Du siehst gar nichts. Du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen. Also. Das ist die Sonne. Setz dich. Wo ist jetzt die Sonne? Rechts oder links? Links. Und wie kommt sie nach rechts? Wenn Sie sie nach rechts tragen, natürlich. Nur so? Wo ist jetzt die Sonne? Rechts. Und, hat sie sich bewegt? Das nicht. Was hat sich bewegt? Ich. Falsch, Dummkopf, der Stuhl. Aber ich mit ihm. Natürlich, der Stuhl ist die Erde, du sitzt drauf. Was machen Sie eigentlich mit meinem Jungen, Herr Galilei? Ich lehre ihn sehen, sagte ich. So. Indem Sie ihn im Zimmer herumschleppen? Lass doch, Mutter, das verstehst du nicht. So, aber du verstehst es, wie? Ein junger Herr, der Unterricht wünscht, sehr gut angezogen und bringt deinen Empfehlungsbrief. Sie bringen meinen Andrea noch so weit, dass er behauptet, 2 mal 2 ist 5. Er verwechselt schon alles, was Sie ihm sagen. Gestern Abend bewies er mir, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Er ist fest überzeugt, dass ein Herr namens Kopernikus das ausgerechnet hat. Hat es der Kopernikus nicht ausgerechnet, Herr Galilei? Sagen Sie es dir selber. Was? Sie sagen ihm wirklich einen solchen Unsinn, dass es in der Schule herumplappert und die geistlichen Herren zu mir kommen, weil er lauter unheiliges Zeug vorbringt? Sie sollten sich schämen, Herr Galilei. Aufgrund unserer Forschungen, Frau Sarti, haben nach heftigem Disput Andrea und ich Entdeckungen gemacht, die wir nicht länger der Welt gegenüber geheim halten können. Eine neue Zeit ist angebrochen, ein großes Zeitalter, in dem zu leben eine Lust ist. So? Hoffentlich können wir auch den Milchmann bezahlen in dieser neuen Zeit, Herr Galilei. Tun Sie mir den einzigen Gefallen und schicken Sie den nicht auch wieder weg. Ich denke an die Milchrechnung. Und lassen Sie mich wenigstens meine Milch austrinken. Einiges haben wir gestern also doch verstanden. Ich hab's ihr nur gesagt, damit sie sich wundern. Aber es stimmt nicht. Den Stuhl mit mir haben sie nur seitwärts um sich selber gedreht. Und nicht so. Sonst wäre ich nämlich heruntergefallen. Und das ist ein Fakt. Und warum haben sie den Stuhl nicht vorwärts gedreht? Weil dann bewiesen ist, dass ich von der Erde ebenfalls herunterfallen würde, wenn sie sich so drehen würde. Denn ich habe dir doch bewiesen... Aber heute Nacht habe ich gefunden, dass ich da ja, wenn sich die Erde so drehen würde, mit dem Kopf die Nacht nach unten hängen würde. Und das ist ein Fakt. Also, das ist die Erde. Nehmen Sie nicht lauter solche Beispiele, Herr Galilei. Damit schaffen Sie es immer. Mit Beispielen kann man es immer schaffen, wenn man schlau ist. Nur, ich kann meine Mutter nicht in einem Stuhl herumschleppen, wie Sie mich. Und da sehen Sie, was das für ein schlechtes Beispiel ist. Und was ist, wenn der Apfel also die Erde ist? Dann ist gar nichts. Du willst es ja nicht wissen. Nehmen Sie ihn wieder. Wieso hänge ich nicht mit dem Kopf nach unten nachts? Also, hier ist die Erde. Und hier... stehst du. Und jetzt dreht sich die Erde. Und jetzt hänge ich mit dem Kopf nach unten. Wieso? Schau genau hin, wo ist der Kopf? Da, unten. Was? Ist er etwa nicht an der gleichen Stelle? Sind die Füße nicht unten? Stehst du, wenn ich gedreht habe, so? Nein. Und warum merke ich nichts von der Drehung? Weil du sie mitmachst. Du und die Luft über dir und alles, was auf der Kugel ist. Das ist fein. Das wird Sie wundern. Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag.
Morgen, Herr. Mein Name ist Ludovico Marsili. Sie waren in Holland? Wo ich viel von Ihnen hörte, Herr Galilei. Ihre? Die Mutter wünschte, dass ich mich ein wenig umsähe, was in der Welt sich zuträgt und so weiter. Und in Holland hörten Sie, dass in Italien zum Beispiel ich mich zutrage? Ja. Und da die Mutter wünscht, dass ich mich auch in den Wissenschaften umsähe... Privatunterricht, 10 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr. Was sind Ihre Interessen? Pferde. Unter diesen Umständen sind es 15 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr Galilei. Ich werde Sie in der Frühe dran nehmen müssen. Es wird auf deine Kosten gehen, Andrea. Du fällst natürlich dann aus. Du verstehst. Du zahlst nicht. Ich gehe schon. Sie werden Geduld mit mir haben müssen. Hauptsächlich, weil es in den Wissenschaften immer anders ist, als der gesunde Menschenverstand einem sagt. Nehmen Sie doch zum Beispiel dieses komische Rohr, das Sie in Amsterdam verkaufen. Ich habe es genau untersucht. Eine Hülse aus grünem Leder und zwei Linsen. Eine so und eine so. Ich höre, eine vergrößert, eine verkleinert. Jeder vernünftige Mensch würde doch annehmen, sie gleichen einander aus. Falsch. Man sieht alles fünfmal so groß durch das Ding. Das ist Ihre Wissenschaft. Was sieht man fünfmal so groß? Kirchturmspitzen, Tauben, alles, was weit weg ist. Haben Sie solche Kirchturmspitzen selber vergrößert gesehen? Jawohl, Herr. Und das Rohr hatte zwei Linsen? Sah es so aus? Ja. Wie alt ist die Erfindung? Ich glaube, sie war nicht älter als ein paar Tage, als ich Holland verließ. Jedenfalls nicht länger auf dem Markt. Und warum muss es Physik sein? Warum nicht Pferdezucht? Die Mutter meint, ein wenig Wissenschaft ist nötig. Alle Welt nimmt ihren Wein heutzutage mit Wissenschaft, wissen Sie? Sie könnten ebenso gut eine tote Sprache wählen oder Theologie. Das wäre leichter. Gut, kommen Sie Dienstagmorgen. Schau mich nicht so an. Ich habe ihn genommen. Weil du mich zur rechten Zeit gesehen hast. Der Kurator von der Universität ist draußen. Den bring herein. Das ist wichtig. Das sind vielleicht 500 Scudi. Dann brauche ich keine Schüler. Leihen Sie mir ein halbes Kudo. Sati, schicken Sie Andrea zum Brillenmacher um zwei Linsen, das sind die Maße. Ich komme betreffs Ihres Ansuchens um Erhöhung des Gehalts auf 1000 Scudi. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Sie wissen, mathematische Kollegien bringen der Universität nun einmal keinen Zustrom. Mathematik ist eine brotlose Kunst, sozusagen. Nicht als ob die Republik sie nicht über alles schätzte. Sie ist nicht so nötig wie die Philosophie, noch so nützlich wie die Theologie, aber sie verschafft doch den Kennern so unendliche Genüsse. Mein lieber Mann, ich kann nicht auskommen mit 500 Scudi. Aber Herr Galilei, Sie lesen zweimal zwei Stunden in der Woche. Ihr außerordentlicher Ruf verschafft Ihnen doch sicherlich Schüler in beliebiger Menge, die zahlen können für Privatstunden. Haben Sie keine Privatschüler? Herr, ich habe zu viele. Ich lehre und lehre. Und wann soll ich lernen? Mann Gottes, ich bin nicht so siebengescheit wie die Herren von der Philosophischen Fakultät. Ich bin dumm, ich verstehe rein gar nichts. Ich bin gezwungen, die Löcher in meinem Wissen auszustopfen. Und wann soll ich das tun? Und wie soll ich weiterkommen, wenn ich, um meinen Haushalt in Gang zu halten, gezwungen bin, jeden Wasserkopf, der es bezahlen kann, einzutrichtern, dass die Parallelen sich im Unendlichen schneiden? Vergessen Sie nicht ganz, dass die Republik vielleicht nicht so viel bezahlt, wie gewisse Fürsten bezahlen. Dass sie aber die Freiheit der Forschung garantiert, und das ist vielleicht einiges wert für Sie, der Sie Astronomen sind. Also in einem Fach tätig, wo seit geraumer Zeit die Lehre der Kirche nicht mehr mit dem schuldigen Respekt geachtet wird. Herrn Giordano Bruno haben Sie von hier nach Rom ausgeliefert, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Nicht, weil er die Lehre des Herrn Kopernikus verbreitete, die übrigens falsch ist, sondern weil er kein Venezianer war und auch keine Anstellung hier hatte. Sie können also den Verbrannten aus dem Spiel lassen.
Nebenbei, bei aller Freiheit ist es doch redlich, einen solchen Namen nicht so sehr laut in alle Winde zu rufen. Auch hier nicht. Ja, nicht einmal hier. Euer Schutz der Gedankenfreiheit ist ein gutes Geschäft. Wie? Indem er darauf verweist, dass anderswo die Inquisition brennt und herrscht, kriegt ihr hier billig gute Lehrkräfte. Den Schutz vor der Inquisition lasst euch damit vergüten, dass ihr die schlechtesten Gehälter zahlt. Ungerecht. Was würde es Ihnen nützen, beliebig viel freie Zeit zur Forschung zu haben, wenn jeder beliebige, ungebildete Mönch der Inquisition Ihre Gedanken einfach verbieten könnte? Keine Rose ohne Dornen, keine Fürsten ohne Mönche, Herr Galilei. Und was nützt freie Forschung ohne freie Zeit zu forschen? Was geschieht mit den Ergebnissen? Vielleicht zeigen Sie den Herrn von der Signoria einmal diese Untersuchung über die Fallgesetze und fragen Sie, ob das nicht ein Pascudi mehr wert ist. Es ist unendlich viel mehr wert, Herr Galilei. Nicht unendlich viel mehr wert, sondern 500 Scudi, Herr. Scudi wert ist nur, was Scudi bringt. Wenn Sie Geld haben wollen, müssen Sie etwas anderes vorzeigen. Herr Galilei, wir wissen, Sie sind ein großer Mann. Ein großer, aber unzufriedener Mann, wenn ich so sagen darf. Ja, ich bin unzufrieden. Und das ist es, was ihr mir noch bezahlen würdet, wenn ihr Verstand hättet. Aber stattdessen sorgt ihr, dass ich es mit euch sein muss. Ihr verbindet dem Ochsen, der da drischt, das Maul. Ich bin 46 Jahre alt, habe nichts geleistet, was mich befriedigt. Dann möchte ich Sie nicht länger stören. Danke. Leuten von unseren Ideen. Warum nicht? Die Obrigkeit hat es verboten. Aber es ist doch die Wahrheit. Aber sie verbietet es. In diesem Falle kommt noch etwas dazu. Wir Physiker können immer noch nicht beweisen, was wir für richtig halten. Selbst die Lehre des großen Kopernikus ist noch nicht bewiesen. Der halbe Scudo hat nicht gereicht. Ich musste meinen Rock da lassen, Pfand. Was wirst du ohne Rock im Winter machen? Ich möchte auch Physiker werden, Herr Galilei. Das glaube ich. Angesichts der Unmenge von Fragen, die es auf unserem Gebiet noch zu klären gibt. Maria, alles kommt nah. Die Glocken auf dem Campanile, ganz nah. Ich kann sogar die kupfernen Lettern lesen. Grazia Dei. Das bringt uns 500 Scudi. Eure Exzellenz, hohe Signoria. Als Lehrer der Mathematik zu Parma und Direktor Ihres großen Arsenals hier in Venedig habe ich es stets als meine Aufgabe betrachtet, nicht nur meinem hohen Lehrauftrag zu genügen, sondern auch durch nützliche Erfindungen der Republik Venedig außergewöhnliche Vorteile zu schaffen. Mit tiefer Freude und aller schuldigen Demut kann ich Ihnen heute ein vollkommen neues Instrument vorführen und überreichen. Mein Fernrohr oder Teleskop, angefertigt in Ihrem weltberühmten großen Arsenal nach den höchsten wissenschaftlichen und christlichen Grundsätzen, Frucht 17-jähriger geduldiger Forschung Ihres ergebenen Dieners. Zeitverlust. Du wirst deinen Fleischer bezahlen können, Alter. Ja, es wird Ihnen Geld einbringen. Exzellenz, hohe Signoria,
Wieder einmal bedeckt sich ein Ruhmesblatt im großen Buch der Künste mit venezianischen Schriftzeichen. Ein Gelehrter von Weltruf übergibt Ihnen und Ihnen allein hier ein höchst verkaufbares Rohr. Es herzustellen und auf den Markt zu werfen, wie immer Sie belieben. Und ist es Ihnen beigefallen, dass wir vermittels dieses Instruments im Kriege die Schiffe des Feindes nach Zahl und Art volle 2 Stunden früher erkennen werden als er die unseren, sodass wir seine Stärke wissen und zur Verfolgung, zum Kampf oder zur Flucht zu entscheiden vermögen. Und nun, Exzellenz, hohe Signoria, bittet Herr Galilei, Sie dieses Instrument seiner Erfindung, dieses Zeugnis seiner Intuition aus der Hand seiner reizenden Tochter entgegenzunehmen. Ich habe das Rohr gestern Nacht auf den Mond gerichtet. Was hast du gesehen? Er leuchtet nicht selbst. Ich kann die Befestigung von Santa Rosita sehen, Herr Galilei. Ich kann dir nicht versprechen, dass den Karneval hier durchsteht. Auf dem Boot dort essen Sie zu Mittag Bratfisch. Ich habe Appetit. Ich sage dir, die Astronomie ist 1000 Jahre stehen geblieben, weil sie kein Fernrohr hatten. Herr Galilei? Man wendet sich an dich. Mit dem Ding sieht man zu gut. Ich werde meinen Frauenzimmern sagen müssen, dass das Baden auf dem Dach nicht mehr geht. Weißt du, aus was die Milchstraße besteht? Nein. Ich weiß es. Ludovico will dir gratulieren, Vater. Ich gratuliere, Herr. Ich habe es verbessert. Jawohl, Herr. Ich sah, Sie machten das Futteral rot. In Holland war es grün. Ich frage mich sogar, ob ich mit dem Ding nicht eine gewisse Leere nachweisen kann. Nimm dich zusammen. Ich bin natürlich sehr misstrauisch gegen jede vorschnelle Folgerung. Herr Galilei, seine Exzellenz der Doge. Ihre 500 Scudi sind unter Dach, Herr Galilei. Habe ich es richtig gemacht? Ich fand es richtig. Was hast du denn? Oh, nicht. Ein grünes Futteral wäre vielleicht ebenso gut gewesen. Ich glaube, alle sind sehr zufrieden mit Vater. Und ich glaube, ich fange an, etwas von Wissenschaft zu verstehen. Auf einem Stern? Riesenberge, deren Spitzen die aufgehende Sonne vergoldet, während rings Nacht auf den Abhängen liegt. Aber das widerspricht aller Astronomie von 2 Jahrtausenden. So ist es. So wäre kein Unterschied zwischen Mond und Erde? Offenbar nein. Vor noch nicht 10 Jahren ist ein Mensch in Rom verbrannt worden. Er hieß Giordano Bruno und hatte eben das behauptet. Und wir sehen es. Lass dein Auge am Rohr, Sagredo. Was du siehst, ist, dass es keinen Unterschied zwischen Himmel und Erde gibt. Heute ist der 10. Januar 1610. Die Menschheit trägt in ihr Journal ein, Himmel abgeschafft. Das ist furchtbar. Ich habe noch eine Sache entdeckt. Sie ist vielleicht noch erstaunlicher. Der Kurator. Entschuldigen Sie die späte Stunde. Ich wäre Ihnen verpflichtet, wenn ich mit Ihnen allein sprechen könnte. Herr Sagredo kann alles hören, was ich hören kann, Herr Priuli. Aber es wird Ihnen vielleicht doch nicht angenehm sein, wenn der Herr hört, was vorgefallen ist. Es ist leider etwas ganz und gar unglaublich. Herr Sagredo ist es gewohnt, in meiner Gegenwart Unglaublichem zu begegnen, wissen Sie? Ich fürchte. Da ist ja das famose Ding. Das Ding können Sie gerade so gut wegwerfen. Es ist nichts damit, absolut nichts. Wieso? Herr Galilei. Wissen Sie, dass man diese Ihre Erfindung, die Sie als Frucht einer 17-jährigen Forschertätigkeit bezeichnet haben, an jeder Straßenecke Italiens für ein paar Scudi kaufen kann? Und zwar hergestellt in Holland.
In diesem Augenblick lädt im Hafen ein holländischer Frachter 500 Fernrohre aus. Tatsächlich? Es ist ein reiner Zufall, dass die Herren von der Signoria, die im Glauben, in diesem Instrument der Republik etwas zu sichern, was nur hier hergestellt werden kann, nicht beim ersten Durchblicken an der nächsten Straßenecke, siebenmal vergrößert, einen gewöhnlichen Straßenhändler erblickt haben, der eben dieses Rohr für ein Butterbrot verkauft. Lieber Herr Priori, ich kann den Wert dieses Instruments für den Handel vielleicht nicht beurteilen, aber sein Wert für die Philosophie ist so unermesslich. Für die Philosophie, was hat Herr Galilei? Der Mathematiker ist mit der Philosophie zu schaffen. Herr Galilei, zum Dank für meine Freundlichkeit haben Sie mich zum Gelächter der Stadt gemacht. Ich werde im Gedächtnis fortleben als der Kurator, der sich mit einem wertlosen Fernrohr hereinlegen ließ. Ja, Sie haben allen Grund zu lachen, Sie haben Ihre 500 Scudi. Ich aber kann Ihnen sagen, und es ist ein ehrlicher Mann, der Ihnen das sagt, mich ekelt diese Welt an. In seinem Zorn wird er geradezu sympathisch. Hast du gehört, eine Welt, in der man nicht Geschäfte machen kann, ekelt ihn an? Hast du gewusst von diesen holländischen Instrumenten? Natürlich vom Hörensagen. Aber ich habe diesen Filzen von der Signoria ein doppelt so gutes konstruiert. Wie soll ich arbeiten? Im Gerichtsvollzieher in der Stube. Virginian braucht wirklich bald eine Aussteuer. Es ist nicht intelligent. Und dann, ich kaufe gern Bücher, nicht nur über Physik, und ich esse gern anständig. Bei gutem Essen fällt mir am meisten ein. Ein verrottetes Zeitalter. Sie haben mir nicht mehr bezahlt als einem Kutscher, der Ihnen die Weinfässer einfährt. 4 Klafter Brennholz für 2 Vorlesungen über Mathematik. Aber ich habe Ihnen jetzt 500 Scudi herausgerissen, aber ich habe auch jetzt noch Schulden. Manche davon sind 20 Jahre alt. 5 Jahre Muße für Forschung und ich hätte alles bewiesen. Ich verspüre beinahe etwas wie Furcht. Aber selbst wenn diese Erde ein Stern ist, so ist es noch ein weiter Weg zu den Behauptungen des Kopernikus, dass sie sich um die Sonne dreht. Da ist kein Gestirn am Himmel, um das ein anderes sich dreht. Aber um die Erde dreht sich immer noch der Mond. Sagredo, ich frage mich. Seit vorgestern frage ich mich. Da ist der Jupiter. Da sind nämlich 4 kleinere Sterne nahe bei ihm, die man nur durch das Rohr sieht. Ich sah sie am Montag, nahm aber keine besondere Notiz von ihrer Position. Gestern sah ich wieder durch. Ich hätte schwören können, alle 4 hatten ihre Position geändert. Ich merkte sie mir an. Sie stehen wieder anders. Was ist das? Ich sah doch 4. Sieh du durch. Ich sehe 3. Wo ist der 4? Da sind die Tabellen. Wir müssen ausrechnen, was für Bewegungen Sie gemacht haben können. Es ist bewiesen. Der 4. kann nur hinter den Jupiter gegangen sein, so man ihn nicht sieht. Da hast du ein Gestirn, um das ein anderes sich dreht. Aber die Kristallschale, an die der Jupiter angeheftet ist... Ja, wo ist sie jetzt? Wie kann der Jupiter angeheftet sein, wenn andere Sterne um ihn kreisen? Da ist keine Stütze am Himmel, da ist kein Halt im Weltall, da ist eine andere Sonne. Beruhige dich, du denkst zu schnell. Was schnell?
Mensch, reg dich auf! Was du siehst, hat keiner gesehen. Sie hatten recht. Wer? Die Kopernikaner? Und andere. Die ganze Welt war gegen sie und sie haben recht. Galilei, du sollst dich beruhigen. Verdrehung! Willst dich aufregen? Willst du aufhören, wie ein Narr herumzubrüllen? Willst du aufhören, wie ein Stockfisch dazustehen, wenn die Wahrheit entdeckt ist? Ich stehe nicht wie ein Stockfisch, sondern ich zittere, es könnte die Wahrheit sein. Was? Hast du einen Verstand verloren? Weißt du wirklich nicht mehr, in was für eine Sache du kommst, wenn das wahr ist, was du siehst, und du es auf allen Märkten herumschreist, dass die Erde ein Stern ist und nicht der Mittelpunkt des Universums? Ja, was nicht das ganze riesige Universum mit allen Gestirnen sich um unsere winzige Erde dreht, wie jeder sich denken konnte. Dass da also nur Gestirne sind. Und wo ist Gott? Was willst du damit sagen? Gott. Wo ist Gott? Dort nicht. So wenig wie er hier auf der Erde zu finden ist, wenn dort Wesen sind, die ihn hier suchen sollten. Und wo ist also Gott? Bin ich Theologe? Ich bin Mathematiker. Vor allem bist du ein Mensch. Und ich frage dich, wo ist Gott in deinem Weltsystem? In uns oder nirgends. Wie der Verbrannte gesagt hat. Wie der Verbrannte gesagt hat. Darum eben ist er verbrannt worden, vor noch nicht 10 Jahren. Weil er nichts beweisen konnte, weil er es nur behauptet hat. Galilei, ich habe dich immer als einen schlauen Mann gekannt. 17 Jahre in Padua, 3 Jahre in Pisa, hast du hunderte von Schülern geduldig das ptolemäische System gelehrt, das die Kirche verkündet und die Schrift bestätigt, auf der die Kirche beruht. Du hast es für falsch gehalten mit dem Kopernikus, aber du hast es gelehrt. Weil ich nichts beweisen konnte. Ach, du glaubst, das macht einen Unterschied? Allen Unterschied. Sieh her, Sagredo, ich glaube an den Menschen. Und das heißt, ich glaube an seine Vernunft. Ohne diesen Glauben würde ich nicht die Kraft haben, am Morgen aus meinem Bett aufzustehen. Dann will ich dir etwas sagen. Ich glaube nicht an sie. 40 Jahre unter den Menschen haben mich ständig gelehrt, dass sie der Vernunft nicht zugänglich sind. Zeige ihnen einen roten Kometenschweif, jage ihnen eine dumpfe Angst ein und sie werden aus ihren Häusern laufen und sich die Beine brechen. Aber sage ihnen einen vernünftigen Satz und beweise ihn mit 7 Gründen. Sie werden dich einfach auslachen. Das ist ganz falsch und eine Verleumdung. Ich begreife nicht, wie du so etwas glaubend die Wissenschaft lieben kannst. Nur die Toten lassen sich nicht mehr von Gründen begehen. Wie kannst du ihre erbärmliche Schlauheit mit Vernunft verwechseln? Ich rede nicht von ihrer Schlauheit. Ich weiß, sie nennen den Esel ein Pferd, wenn sie ihn verkaufen. Das Pferd ein Esel, wenn sie es einkaufen wollen. Das ist ihre Schlauheit. Die Alte, die am Abend vor der Reise dem Maulesel mit der harten Hand ein extra Büschel Heu vorlegt. Der Schiffer, der beim Einkaufen der Vorräte des Sturmes und der Windstille gedenkt. Das Kind, das die Mütze aufsetzt, wenn ihm bewiesen wurde, dass es regnen kann. Sie alle sind meine Hoffnung. Sie alle lassen Gründe gelten. Ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können mir auf die Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch kann lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse und dazu sage, er fällt nicht. Dazu ist kein Mensch imstande. Die Verführung, die von einem Beweis ausgeht, ist zu groß. Ihr erliegen die meisten, auf die Dauer alle. Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse. Guten Morgen, Vater. Warum bist du schon auf? Ich gehe mit Frau Sarti zur Früh mit. Ludovico kommt auch hin. Wie war die Nacht, Vater? Hell. Darf ich durchschauen? Warum? Das ist kein Spielzeug. Nein, Vater. Übrigens ist das Rohr eine Enttäuschung. Du wirst es bald überall zu hören bekommen. Es wird für 3 Skudi auf der Gasse verkauft und ist in Holland schon erfunden worden. Hast du nichts Neues mehr am Himmel mit ihm gesehen? Nichts für dich. Nur ein paar kleine, trübe Fleckchen auf der linken Seite eines großen Sterns. Ich werde irgendwie die Aufmerksamkeit auf sie lenken müssen. Vielleicht werde ich sie die medizinischen Gestirne taufen, nach dem Großherzog von Florenz. Es würde dich interessieren, Virginia, dass wir vermutlich nach Florenz ziehen. Ich habe einen Brief dorthin geschrieben, ob der Großherzog mich als Hofmathematiker brauchen kann. Am Hof? Galilei! Mein Lieber, ich brauche Muße, ich brauche Beweise und ich will die Fleischtöpfe. Meine einzige Sorge ist, dass der Hof mich nicht nimmt. Sicher wird man dich nehmen, Vater, mit den neuen Sternen und allem. Geh in deine Messe!
Ich schreibe selten Briefe an große Persönlichkeiten. Einen aus der Zahl der treuesten und ergebensten Diener, der sich zur höchsten Ehre anrechnet, als euer Untertan geboren zu sein. Meinst du, dass ich es so richtig gemacht habe? Sehne ich mich doch nach nichts so sehr, als euch näher zu sein, der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Großherzog von Florenz ist 9 Jahre alt. So ist es. Ich sehe, du findest meinen Brief zu unterwürfig. Ich frage mich, ob er unterwürfig genug ist, nicht zu formell, als ob es mir doch an echter Ergebenheit fehlt. Einen zurückhaltenden Brief könnte einer schreiben, der sich das Verdienst erworben hätte, den Aristoteles zu beweisen, nicht ich. Ein Mann wie ich kann nur auf dem Bauch kriechend in eine halbwegs würdige Stellung kommen. Und du weißt, ich verachte Leute, deren Gehirn nicht fähig ist, ihren Magen zu füllen. Geh nicht nach Florenz, Galilei. Warum nicht? Weil dort die Mönche herrschen. Auch die Mönche sind Menschen, Sagredo. Auch sie erliegen der Verführung der Beweise. Der Kopernikus vergisst das nicht, hat verlangt, dass sie seinen Zahlen glauben. Ich verlange nur, dass sie ihren Augen glauben. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergeben. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie vor das Rohr schleifen. Galilei. Ich sehe dich auf einer furchtbaren Straße. Das ist eine Nacht des Unglücks, wo der Mensch die Wahrheit sieht. Und eine Stunde der Verblendung, wo er an die Vernunft des Menschengeschlechtes glaubt. Von wem sagt man, dass er sehenden Auges geht? Von dem, der ins Verderben geht. Wie können die Mächtigen einen frei herumlaufen lassen, der die Wahrheit weiß? Und sei es eine über die entferntesten Gestirne. Meinst du, der Papst hört eine Wahrheit, wenn du sagst, er irrt? Und hört nicht, dass er irrt? Glaubst du, er wird einfach in sein Tagebuch einschreiben, 10. Januar 1610, Himmel abgeschafft? Als ich dich vorhin da an dem Rohr sah und du sahst diese 9 Sterne, da war mir, als sehe ich dich auf brennenden Scheiten stehen. Als du sagtest, du glaubst an die Beweise, roch ich verbranntes Fleisch. Liebe die Wissenschaft, aber noch mehr dich, mein Freund. Geh nicht nach Florenz, Galilei. Zweifellos wissen, sind wir Astronomen seit einiger Zeit mit unseren Berechnungen in große Schwierigkeiten gekommen. Wir benutzen dazu ein sehr altes System, das sich zwar in Übereinstimmung mit der Philosophie, aber leider nicht mit den Fakten zu befinden scheint. Nach diesem alten System, dem Ptolemäischen, werden die Bewegungen der Gestirne als äußerst verwickelt angenommen. Der Planet Venus zum Beispiel soll eine Bewegung von dieser Art vollführen. Aber selbst solche schwierigen Bewegungen annehmend, sind wir nicht in der Lage, die Stellung der Gestirne richtig vorauszuberechnen. Wir finden sie nicht an den Orten, wo sie eigentlich sein müssen. Dazu kommen solche Gestirnbewegungen, für die das Ptolemäische System überhaupt keine Erklärung hat. Bewegungen dieser Art scheinen mir einige von mir neu entdeckte kleine Sterne um den Planeten Jupiter zu vollführen. Ist es den Herrn angenehm, mit einer Besichtigung der Jupiter-Trabanten zu beginnen? Der medizinischen Gestirne. Bitte, sich hier zu setzen. Danke, mein Kind. Ich fürchte, das alles ist nicht ganz so einfach. Herr Galilei, bevor wir Ihr berühmtes Rohr applizieren, möchten wir um das Vergnügen eines Disputs bitten. Thema, können solche Planeten existieren? Als formalen Disputs. Ich dachte mir, Sie schauen einfach durch das Fernrohr und überzeugen sich. Hier, bitte. Gewiss. Es ist Ihnen natürlich bekannt, dass nach Ansicht der Alten Sterne nicht möglich sind, die um einen anderen Mittelpunkt als die Erde kreisen, noch solche Sterne, die im Himmel keine Stütze haben. Ja,
Und ganz absehend von der Möglichkeit solcher Sterne, die der Mathematiker zu bezweifeln scheint, möchte ich in aller Bescheidenheit als Philosoph die Frage aufwerfen, sind solche Sterne nötig? Aristoteles divini universum ornatum seris mysticis et canentibus et firmamentis crystallini. Sollten wir nicht in der Umgangssprache fortfahren? Mein Kollege Herr Federzoni versteht Latein nicht. Ist es von Wichtigkeit, dass er uns versteht? Ja. Entschuldigen Sie mich, ich dachte, es ist Ihr Linsenschleifer. Herr Federzoni ist ein Linsenschleifer und ein Gelehrter. Danke, mein Kind. Wenn Herr Federzoni darauf besteht? Ich bestehe darauf. Das Argument wird einen Glanz verlieren, aber es ist Ihr Haus. Das Weltbild des göttlichen Aristoteles mit seinen mystisch musizierenden Sphären und kristallenen Gewölben und den Kreisläufen seiner Himmelskörper und dem schiefen Winkel der Sonnenbahn und den Geheimnissen der Satellitentafeln und dem Sternenreichtum des Katalogs der südlichen Halbkugel und der erleuchteten Konstruktion des celestialen Globus ist ein Gebäude von solcher Ordnung und Schönheit, dass wir wohl zögern sollten, diese Harmonie zu stören. Wie, wenn Eure Hoheit die sowohl unmöglichen als auch unnötigen Sterne nun durch dieses Fernrohr wahrnehmen würden? Eure Hoheit! Man könnte versucht sein zu antworten, dass Ihr Rohr etwas zeigt, was nicht sein kann, ein nicht sehr verlässliches Rohr sein müsste, nicht? Was meinen Sie damit? Es wäre doch viel förderlicher, Herr Galilei, wenn Sie uns die Gründe nennten, die Sie zu der Annahme bewegen, dass in der höchsten Sphäre des unveränderlichen Himmels Gestirne freischwebend in Bewegung sein können. Gründe, Herr Galilei. Gründe. Die Gründe. Wenn ein Blick auf die Gestirne selber und meine Notierungen das Phänomen zeigen. Mein Herr, der Disput wird abgeschmackt. Wenn man sicher wäre, dass Sie sich nicht noch mehr erregten, könnte man sagen, dass das, was im Rohr ist und was am Himmel ist, zweierlei sein kann. Das ist nicht höflicher auszudrücken. Sie denken, wir malten die medizinischen Sterne auf die Linse. Sie werfen mir Betrug vor! Aber wie sollten? In Anwesenheit seiner Hoheit. Ihr Instrument, mag man es nun Ihr Kind, mag man es Ihren Zögling nennen, ist sicher äußerst geschickt gemacht, kein Zweifel. Und wir sind vollkommen überzeugt, Herr Galilei, dass weder Sie noch sonst jemand es wagen würde, Sterne mit dem erlauchten Namen des Herrscherhauses zu schmücken, deren Existenz nicht über allen Zweifel erhaben wäre. Ist etwas nicht in Ordnung mit meinen Sternen? Es ist alles in Ordnung mit den Sternen, Eure Hoheit. Die Herren fragen sich nur, ob sie auch wirklich, wirklich da sind. Man soll ja jedes Rad am Wagen sehen können durch das Instrument. Ja, und alles Mögliche am Stier. Ja, werden die Herren nun also durchschauen? Oder nicht? Sicher, sicher. Was ist los mit dir? Sie sind dumm! Bedauernswertes Kind. Eure Hoheit, meine Herren, darf ich daran erinnern, dass der Hofball in einer Dreiviertelstunde beginnt. Warum einen Eiertanz aufführen? Früher oder später wird Herr Galilei sich doch noch mit den Tatsachen befreunden müssen. Seine Jupiterplaneten würden die Sphärenschale durchstoßen. Es ist ganz einfach. Sie werden sich wundern, es gibt keine Sphärenschale. Jedes Schulbuch wird Ihnen sagen, dass es sie gibt, mein guter Mann. Dann her mit neuen Schulbüchern. Eure Hoheit, mein verehrter Kollege und ich stützen uns auf die Autorität keines Geringeren als des göttlichen Aristoteles selber. Meine Herren, der Glaube an die Autorität des Aristoteles ist eine Sache. Fakten, die mit Händen zu greifen sind, eine andere.
Meine Herren, ich ersuche Sie in aller Demut, Ihren Augen zu trauen. Lieber Galilei, ich pflege mitunter so altmodisch es Ihnen erscheinen mag, den Aristoteles zu lesen. Und ich kann Sie dessen versichern, dass ich da meinen Augen traue. Ich bin es gewohnt, die Herren aller Fakultäten sämtlichen Fakten gegenüber die Augen schließen zu sehen und so zu tun, als sei nichts geschehen. Ich weise meine Notierungen vor und man lächelt. Ich stelle mein Fernrohr zur Verfügung, dass man sich überzeugen kann und man zitiert Aristoteles. Der Mann hatte kein Fernrohr. Allerdings nicht. Wenn der Aristoteles in den Kot gezogen werden soll, eine Autorität, welche nicht nur die gesamte Wissenschaft der Antike, sondern auch die hohen Kirchenväter selber anerkannten, so scheint jedenfalls mir eine Fortsetzung der Diskussion überflüssig. Unsachliche Diskussion lehne ich ab, basta. Die Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht der Autorität. Tragen wir einen Kubikmillimeter ab. Wozu jetzt noch so klug sein wollen, wenn wir endlich ein klein wenig weniger dumm sein könnten? Ich habe das unvorstellbare Glück gehabt, ein neues Instrument in die Hand zu bekommen, mit dem man ein Zipfelchen des Universums etwas, nicht viel, näher sehen kann. Benutzen Sie es. Eure Hoheit, meine Damen und Herren, ich frage mich nur, wohin das alles führen soll. Ich würde meinen, als Wissenschaftler haben wir uns nicht zu fragen, wohin die Wahrheit uns führen mag. Herr Galilei, die Wahrheit mag uns zu allem Möglichen führen. Eure Hoheit, zu meiner Bestürzung stelle ich fest, dass die außerordentlich belehrende Unterhaltung sich ein wenig ausgedehnt hat. Seine Hoheit muss vor dem Ball noch etwas ruhen. Einen Kringel, Euer Hoheit! Aber die Herren brauchten doch wirklich nur durch das Instrument zu schauen. Ihre Hoheit wird nicht versäumen, über Ihre Behauptungen die Meinung des größten lebenden Astronomen einzuholen. Dem Herrn Pater Christopher Clavius, Hauptastronom am päpstlichen Kollegium in Rom. Dass mir einer einen Satz nennt, der nicht geglaubt wurde. Zum Beispiel, dass Sie eine unüberwindliche Abneigung gegen Mahlzeiten verspüren, Monsignore. wird geglaubt. Nur das Vernünftige wird nicht geglaubt. Dass es einen Teufel gibt, das wird bezweifelt. Aber dass die Erde sich dreht, wie ein Schusser in der Gosse, das wird geglaubt. Sagt das Simplicitas. Mir schwindelt. Mir schwindelt. Die Erde dreht sich zu schnell. Gestatten Sie, dass ich mich an Ihnen einhalte, Professor. Ja, sie ist heute wieder ganz besoffen, die Alte. Die Venus steht schon ganz schief. Ich sehe nur noch ihren halben Hintern. Hilfe! Wenn wir nur nicht auf den Mond geschmissen werden. Brüder, der soll scheußlich scharfe Bergspitzen haben. Stemm dich mit dem Fuß dagegen. Und schaut nicht hinab. Ich leide unter Schwindel. Unmöglich! Schwindel im Collegium Romanum?
versucht er immer noch? Das ist ein Skandal. Wir nicht. Wohin soll das führen? Ich verstehe den Clavius nicht. Wenn man alles für bare Münze nehme, was in den letzten 50 Jahren behauptet wurde. Wie kann Christopher Clavius, der größte Astronom Italiens und der Kirche, so etwas überhaupt untersuchen? Skandal. Er untersucht aber. Er sitzt drinnen und glotzt durch dieses Teufelsrohr. Principis obsta. Alles fing damit an, dass wir so vieles, die Länge des Sonnenjahres, die Daten der Sonnen- und Mondfinsternis, die Stellungen der Himmelskörper seit Jahr und Tag nach den Tafeln des Kopernikus berechnen, der ein Ketzer ist. Ich frage, was ist besser, eine Mondfinsternis 3 Tage später als im Kalender steht zu erleben oder die ewige Seligkeit niemals? Was steht hier in der Schrift? Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tale Ajalon. Wie kann die Sonne stillstehen, wenn sie sich überhaupt nicht dreht, wie diese Ketzer behaupten? Lügt die Schrift? Nein. Und darum gehen wir. Es gibt Erscheinungen, die uns Astronomen Schwierigkeiten bereiten. Aber muss der Mensch alles verstehen? Die Heimat des Menschengeschlechts setzen Sie einem Wandelstern gleich. Mensch, Tier, Pflanz und Erdreich verpacken Sie auf einen Karren und treiben in den Kreis durch einen leeren Himmel. Erde und Himmel gibt es nicht mehr nach diesen. Die Erde nicht, weil sie ein Gestirn des Himmels ist, und den Himmel nicht, weil er aus Erden besteht. Da ist kein Unterschied mehr zwischen oben und unten. Zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Dass wir vergehen, das wissen wir. Dass auch der Himmel vergeht, das sagen sie uns jetzt. Sonne, Mond und Sterne und wir leben auf der Erde, hat es geheißen und steht es geschrieben. Aber jetzt ist auch die Erde ein Stern. Nach diesem da! Es gibt nur Sterne. Sie werden den Tag erleben, wo Sie sagen, es gibt auch nicht Mensch und Tier. Der Mensch selbst ist ein Tier. Es gibt nur Tiere. Bei Galileen ist etwas hingefallen. Hinauf, Monsignore. Es ist mir hinaufgefallen. Verschämter Mensch. Es stimmt. Galilei. Pater Clavius sagte, bevor er wegging, jetzt können die Theologen sehen, wie sie die Himmelskreise wieder einrenken. Sie haben gesiegt. Sie hat gesiegt, nicht ich. Die Vernunft hat gesiegt. Wer ist das? Seine Eminenz, der Kardinalinquisitor. Thank you.
tanze mit niemandem sonst, Ludovico. Die Schulterstange ist lose. Dies leicht verschobene Busentuch, Thais, ordne mir nicht. Manche Unordnung tiefere zeigt es mir köstlich und andern auch. In des wimmelnden Saals Kerzenlicht dürfen sie denken an dunklere Stellen des wartenden Werkes. Ich möchte schön aussehen. Du musst, sonst zweifeln sie sofort wieder, dass sie sich dreht. Sie dreht sich ja gar nicht. Rom spricht nur noch von Ihnen, Herr. Von heute Abend ab wird man von Ihrer Tochter sprechen. Es heißt, es sei leicht, im römischen Frühling schön auszusehen. Selbst ich muss einem beleibteren Adonis gleichen. Ich sollte den Herrn Kardinal hier erwarten. Geht und vergnügt euch. Vater, der Friseur in der Via del Trionfo nahm mich zuerst dran und ließ vier Damen warten. Er kannte deinen Namen sofort. Könnt ihr immer noch das alte Schach spielen? Eng, eng. Jetzt spielt man doch so, dass die größeren Figuren über alle Felder gehen. Der Turm so, der Läufer so und die Dame so und so. Da hat man Raum und kann Pläne machen. Das entspricht nicht unseren kleinen Gehältern, wissen Sie. Wir können nur solche Sprünge machen. Umgekehrt, mein Guter, umgekehrt. Wer auf großem Fuße lebt, dem bezahlen Sie auch den größeren Stiefel. Man muss mit der Zeit gehen, meine Herren. Nicht an den Küsten lang. Einmal muss man ausfahren. Karneval nach den Pestjahren. Alle großen Familien Italiens sind heute Abend hier vertreten. Ihre Eminenzen, die Kardinäle Bellarmin und Barberini. Die Sonne geht auf und unter und kehrt an ihren Ort zurück. Das sagt Salomo. Und was sagt Galilei? Als ich so klein war, eure Eminenzen, stand ich auf einem Schiff und ich rief, das Ufer bewegt sich fort. Heute weiß ich, das Ufer stand fest und das Schiff bewegte sich fort. Schlau, schlau. Was man sieht, Bellarmin, nämlich, dass der Gestirnhimmel sich dreht, braucht nicht zu stimmen, siehe Schiff und Ufer. Aber was stimmt, nämlich, dass die Erde sich dreht, kann man nicht wahrnehmen. Schlau. Aber seine Jupitermonde sind harte Brocken für unsere Astronomen. Leider habe ich auch einmal etwas Astronomie gelesen, Bellarmin. Das hängt einem an wie die Krätze. Gehen wir mit der Zeit, Barberini. Wenn Sternkarten, die sich auf eine neue Hypothese stützen, unseren Seeleuten die Navigation erleichtern, mögen sie diese Karten benutzen. Uns stören nur Lehren, welche die Schrift falsch machen. Die Schrift? Wer das Korn zurückhält, dem wird das Volk fluchen, Sprüche Salomonis. Der Weise verbirgt sein Wissen, Sprüche Salomonis. Wo der Ochsen sind, da ist der Stall unrein, aber viel Gewinn ist durch die Stärke des Ochsen. Wer seine Vernunft im Zaum hält, ist besser, als wer eine Stadt nimmt. Des Geist aber gebrochen ist, dem verdorren die Gebeine. Schreit die Wahrheit nicht laut? Kann man den Fuß setzen auf glühende Kohle und der Fuß verbrennt nicht? Willkommen in Rom, Freund Galilei. Nun, meine Tochter. Oh, Eure Eminenz. Eine superbe Nacht. Gestatten Sie mir, Sie zu Ihrer Verlobung zu beglückwünschen. Ihr Bräutigam kommt aus einer vornehmen Familie. Sie bleiben bei uns in Rom? Zunächst nicht, Eure Eminenz. Es gibt so viel vorzubereiten für eine Heirat. So. Sie folgen also Ihrem Vater wieder nach Florenz. Ich freue mich darüber. Ich kann mir denken, dass Ihr Vater Sie braucht. Mathematik ist eine kalte Hausgefährtin. Ein Geschöpf aus Fleisch und Blut in solcher Umgebung macht da allen Unterschied. Man verliert sich so leicht in den Gestirnwelten, welche so sehr ausgedehnt sind, wenn man ein großer Mann ist. Sie sind sehr gütig, Eminenz. Aber ich verstehe wirklich fast gar nichts von diesen Dingen. Nein. Im Haus des Fischers isst man nicht Fisch, wie? Sind Sie sicher, Freund Galilei, dass Ihr Astronomen euch nicht nur einfach eure Astronomie bequemer machen wollen?
Ihr denkt in Kreisen oder Ellipsen und in gleichmäßigen Schnelligkeiten, einfachen Bewegungen, die euren Gehirnen gemäß sind. Wie wenn es Gott gefallen hätte, seine Gestirne so laufen zu lassen. Was würde dann aus euren Berechnungen? Eminenz, hätte Gott die Welt so konstruiert, dann hätte er auch unsere Gehirne so konstruiert, sodass sie eben diese Bewegungen als die einfachsten erkennen würden. Ich glaube an die Vernunft. Ich halte die Vernunft für unzulänglich. Er schweigt. Er ist zu höflich, jetzt zu sagen, er hält meine für unzulänglich. Die Vernunft, mein Freund, reicht nicht sehr weit. Ringsum sehen wir nichts als Schiefheit, Verbrechen und Schwäche. Wo liegt die Wahrheit? Ich glaube an die Vernunft. Ihr sollt nicht mitschreiben. Das ist eine wissenschaftliche Unterhaltung unter Freunden. Bedenken Sie einen Augenblick, was es die Kirchenväter und so viele nach ihnen für Mühe und Nachdenken gekostet hat. In eine solche Welt ist sie etwa nicht abscheulich, etwas Sinn zu bringen. Bedenken Sie die Rohheit derer, die ihre Bauern in der Campagna halbnackt über ihre Güter peitschen lassen und die Dummheit dieser Armen, die ihnen dafür die Füße küssen. Schandbar. Auf meiner Fahrt wir haben die Verantwortung für den Sinn solcher Vorgänge. Das Leben besteht daraus, die wir nicht begreifen können, einem höheren Wesen zugeschoben. Davon gesprochen, dass mit derlei gewisse Absichten verfolgt werden. Dass all dies einem großen Plan zufolge geschieht. Nicht, als ob dadurch absolute Beruhigung eingetreten wäre. Aber jetzt beschuldigen Sie dieses höchste Wesen, es sei sich im Unklaren darüber, wie die Welt der Gestirne sich bewegt. Worüber Sie sich im Klaren sind. Ist das weise? Ich bin ein gläubiger Sohn der Kirche. Das ist entsetzlich mit ihm. Er will in aller Unschuld Gott die dicksten Schnitzer in der Astronomie nachweisen. Wie? Gott hat nicht sorgfältig genug Astronomie studiert, bevor er die Heilige Schrift verfasste? Lieber Freund. Ist es nicht auch für Sie wahrscheinlich, dass der Schöpfer über das von ihm Geschaffene besser Bescheid weiß als sein Geschöpf? Aber meine Herren, schließlich kann der Mensch nicht nur die Bewegungen der Gestirne falsch auffassen, sondern auch die Bibel. Aber wie die Bibel aufzufassen ist, darüber haben schließlich die Theologen der Heiligen Kirche zu befinden. Nicht? Sehen Sie, jetzt schweigen Sie. Herr Galilei, das Heilige Offizium hat heute Nacht beschlossen, dass die Lehre des Kopernikus, nach der die Sonne Zentrum der Welt und unbeweglich, die Erde aber nicht Zentrum der Welt und beweglich ist, töricht, absurd und ketzerisch im Glauben ist. Ich habe den Auftrag, Sie zu ermahnen, diese Meinung aufzugeben. Wiederholen Sie das bitte. Seine Eminenz, Kardinal Bellarmin, zu dem besagten Galileo Galilei. Das Heilige Offizium hat beschlossen, dass die Lehre des Kopernikus, nach der die Sonne Zentrum der Welt und unbeweglich, die Erde aber nicht Zentrum der Welt und beweglich ist, töricht, absurd und ketzerisch im Glauben ist. Ich habe den Auftrag, Sie zu ermahnen, diese Meinung aufzugeben. Was heißt das? Ich bin doch froh, Sie auch weiterhin in der Nähe Ihres großen Vaters zu wissen, den wir alle so schätzen, liebes Kind. Ich frage mich, ob ich nicht Ihren Beichtvater kenne. Pater Christophorus von St. Ursula. Aber die Tatsachen... Ich verstand, dass die Astronomen des Collegiums Romanum meine Notierungen anerkannt haben. Mit den Ausdrücken der tiefsten Genugtuung, in der für sie ehrensten Weise. Aber die Jupiter-Trabanten, die Phasen der Venus. Die Heilige Kongregation hat ihren Beschluss gefasst, ohne diese Einzelheiten zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, dass jede weitere wissenschaftliche Forschung... durchaus gesichert ist, Herr Galilei. Und das gemäß der Anschauung der Kirche, dass wir nicht wissen können, aber forschen mögen. Es steht Ihnen frei, in Form der mathematischen Hypothese, auch diese Lehre zu behandeln. Die Wissenschaft ist die legitime, höchstgeliebte Tochter der Kirche, Herr Galilei. Niemand von uns nimmt im Ernst an, dass Sie das Vertrauen zur Kirche untergraben wollen. Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Ja. Schütten Sie nicht das Kind mit dem Bade aus, Freund Galilei. Wir tun es auch nicht. Wir brauchen Sie mehr als Sie uns. Ja, ich freue mich, dass Sie Ihren Herrn Vater also begleiten. Er wird Sie brauchen. Sie mögen es sich nicht vorstellen können, was wird so kommen. Sie sind noch so jung und wirklich noch so sehr Fleisch und Blut und
Größe ist ja nicht immer leicht zu tragen für diejenigen, denen Gott sie verliehen hat. Nicht immer. Niemand unter den Sterblichen ist ja so groß, dass er nicht in ein Gebet eingeschlossen werden könnte. Aber ich halte sie auf, liebes Kind, und mache ihren Verlobten eifersüchtig und vielleicht sogar ihren lieben Vater, weil ich ihnen etwas über die Gestirne erzählt habe, was möglicherweise sogar veraltet ist. Gehen Sie schnell zum Tanzen. Und vergessen Sie nicht, Pater Christophorus von mir zu grüßen. Ich brenne darauf, den größten Mathematiker Italiens, dem Kommissar des Heiligen Offiziums, vorzustellen, der ihnen die allergrößte Wertschätzung entgegenbringt. Worauf er sich wieder in eine Taube verwandelt. Auch Sie wären besser als braver Doktor der Schulmeinung kostümiert hier erschienen, lieber Freund. Es ist meine Maske, die mir heute ein wenig Freiheit gestattet. In einem solchen Aufzug können Sie mich murmeln hören. Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. Gut? Nehmen wir wieder unsere Masken vor. Der arme Galilei hat keine. Hast du den letzten Satz? Ich bin dabei. Hast du das, wo er sagt, dass er an die Vernunft glaubt? Mhm. Die Unterredung hat stattgefunden. Zuerst kam Herr Galilei mit seiner Tochter. Sie hat sich heute verlobt mit Herrn... Herr Galilei unterrichtete uns sodann von der neuen Art des Schachspielens, bei der die Figuren entgegen allen Spielregeln über alle Felder hinweg bewegt werden. Das Protokoll. Das Gewand, das Sie tragen, gibt Ihnen das Recht zu sagen, was immer Sie wollen. Ich habe Mathematik studiert, Herr Galilei. Das könnte helfen, wenn es Sie veranlasste, einzugestehen, dass 2 mal 2 hin und wieder 4 ist. Herr Galilei, seit 3 Nächten kann ich keinen Schlaf mehr finden. Ich wusste nicht, wie ich das Dekret, das ich gelesen habe, und die Trabanten des Jupiter, die ich gesehen habe, in Einklang bringen sollte. Ich beschloss, heute früh die Messe zu lesen und zu ihm zu gehen. Um mir mitzuteilen, dass der Jupiter keine Trabanten hat? Nein. Mir ist es gelungen, in die Weisheit des Dekrets einzudringen. Es hat mir die Gefahren aufgedeckt, die ein allzu hemmungsloses Forschen für die Menschen in sich birgt. Und ich habe beschlossen, der Astronomie zu entsagen. Jedoch ist mir noch daran gelegen, Ihnen die Beweggründe zu unterbreiten, die auch einen Astronomen dazu bringen können, von einem weiteren Ausbau der gewissen Lehre abzusehen. Ich darf sagen, dass mir solche Beweggründe bekannt sind. Ich verstehe Ihre Bitterkeit. Sie denken an die gewissen außerordentlichen Machtmittel der Kirche. Sagen Sie ruhig Folterinstrumente. Aber ich möchte andere Gründe nennen. Erlauben Sie, dass ich von mir rede? Ich bin als Sohn von Bauern in der Campagna aufgewachsen. Es sind einfache Leute. Sie wissen alles über den Ölbau, aber sonst recht wenig. Die Phasen der Venus beobachtend, kann ich nun meine Eltern vor mir sehen, wie sie mit meiner Schwester am Herd sitzen und ihre Käsespeise essen. Ich sehe die Balken über ihnen, die der Rauch von Jahrhunderten geschwärzt hat. Und ich sehe genau ihre alten, abgearbeiteten Hände und den kleinen Löffel darin. Es geht ihnen nicht gut, aber selbst in ihrem Unglück liegt eine gewisse Ordnung verborgen. Und da sind diese verschiedenen Kreisläufe, von dem des Bodenaufwischens, über den der Jahreszeiten im Ölfeld, zu dem der Steuerzahlung. Es ist regelmäßig, was auf sie herabstößt an Unfällen. Der Rücken meines Vaters wird zusammengedrückt. Nicht auf einmal, sondern mit jedem Frühjahr im Ölfeld mehr. So wie auch die Geburten, die meine Mutter immer geschlechtsloser gemacht haben, in ganz bestimmten Abständen erfolgten. Sie schöpften die Kraft
ihre Körbe schweißtriefend den steinigen Pfad hinaufzuschleppen, Kinder zu gebären, ja, zu essen. Aus dem Gefühl der Stetigkeit und Notwendigkeit, das der Anblick des Bodens, der jedes Jahr von neuem grünenden Bäume, der kleinen Kirche und das Anhören der sonntäglichen Bibeltexte ihnen verleihen können. Es ist ihnen versichert worden, dass das Auge der Gottheit auf ihnen liegt, forschend, ja, beinahe angstvoll, dass das ganze Welttheater um sie aufgebaut ist, damit sie, die Agierenden, in ihren großen oder kleinen Rollen, sich bewähren können. Was würden meine Leute sagen, wenn sie von mir erführen, dass sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unaufhörlich drehend im leeren Raum um ein anderes Gestirn bewegt? Einer unter sehr vielen, ein ziemlich unbedeutender. Wozu ist jetzt noch solche Geduld, solches Einverständnis in ihr Elend nötig oder gut? Wozu ist die Heilige Schrift noch gut, die alles erklärt und als notwendig begründet hat? Den Schweiß, die Geduld, den Hunger, die Unterwerfung und die jetzt voll von Irrtümern befunden wird. Nein. Ich sehe ihre Blicke scheu werden. Ich sehe sie die Löffel auf die Herdplatte senken. Ich sehe, wie sie sich verraten und betrogen fühlen. Es liegt also kein Auge auf uns, sagen sie. Wir müssen nach uns selber sehen, ungelehrt, alt und verbraucht, wie wir sind. Niemand hat uns eine Rolle zugedacht, außer dieser irdischen, jämmerlichen auf einem winzigen Gestirn, das ganz unselbstständig ist, um das sich nichts dreht. Kein Sinn liegt in unserem Elend. Hunger ist eben nicht gegessen haben, keine Kraftprobe. Anstrengung ist eben sich bücken und schleppen, kein Verdienst. Verstehen Sie da, dass ich aus dem Dekret der Heiligen Kongregation ein edles, mütterliches Mitleid, eine große Seelengüte herauslese? Seelengüte. Wahrscheinlich meinen Sie nur, es ist nichts da. Der Wein ist weggetrunken, Ihre Lippen vertrocknen, mögen Sie die Soutane küssen. Aber warum ist da nichts da? Warum ist die Ordnung in diesem Lande nur die Ordnung einer leeren Lade? Und die Notwendigkeit nur die, sich zu Tode zu arbeiten, zwischen strotzenden Weinbergen am Rande der Weizenfelder? Ihre Campagnabauern bezahlen die Kriege, die der Stellvertreter des milden Jesus in Deutschland und Spanien führt. Warum stellt er die Erde in den Mittelpunkt des Universums, damit der Stuhl Petri im Mittelpunkt der Erde stehen kann? Sie haben recht. Es handelt sich nicht um die Planeten, sondern um die Campagnabauern. Seid fruchtbar und mehret euch, denn die Äcker sind unfruchtbar. Kriege dezimieren euch. Soll ich Ihre Leute anlügen? Es sind die allerhöchsten Beweggründe, die uns schweigen machen müssen. Es ist der Seelenfrieden Unglücklicher. Wollen Sie eine Cellini-Uhr sehen, die Kardinal Bellarmins Kutscher heute Morgen hier abgegeben hat? Mein Lieber, als Belohnung dafür, dass ich Ihren guten Eltern den Seelenfrieden lasse, offeriert mir die Behörde Wein, den Sie keltern im Schweiße Ihres Angesichtes, das bekanntlich nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Würde ich mich zum Schweigen bereit finden, wären es zweifellos recht niedrige Beweggründe, Wohlleben, keine Verfolgung etc. Herr Galilei, ich bin Priester. Sie sind auch Physiker und Sie sehen, die Venus hat Phasen. Die Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der Kurie abgeändert werden. Die Bahnen fliegender Körper kann ich nicht so berechnen, dass auch die Ritte der Hexen auf Besenstielen erklärt werden. Und Sie meinen nicht, dass die Wahrheit, wenn es Wahrheit ist, sich durchsetzt? Auch ohne uns? Nein. Nein, nein, es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, als wir durchsetzen. Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. Eure Campagnabauern schildert ihr ja schon, wie das Moos auf den Hütten zum
Teufel, ich sehe die göttliche Geduld dieser Leute, aber wo bleibt ihr göttlicher Zorn? Sie sind müde. Bist du ein Physiker, mein Sohn? Hier stehen die Gründe, weshalb das Weltmeer sich in Ebbe und Flut bewegt. Aber du sollst es nicht lesen, hörst du? Ach, du liest schon. Du bist also ein Physiker. Ein Apfel vom Baum der Erkenntnis. Er stopft ihn schon hinein. Er ist ewig verdammt, aber er muss ihn hineinstopfen. Ein unglücklicher Fresser. Ich denke manchmal, ich ließe mich 10 Klafter unter der Erde in einen Kerker einsperren, zu dem kein Licht mehr dringt, wenn ich dafür erführe, was das ist. Licht. Und das Schlimmste, was ich weiß, muss ich weiter sagen. Wie ein Liebender, wie ein Betrunkener, wie ein Verräter. Es ist ganz und gar ein Laster und führt ins Unglück. Wie lang werde ich es in den Ofen hineinschreien können? Das ist die Frage. Diesen Satz verstehe ich nicht. Ich erkläre ihn dir. Ich erkläre ihn dir. Langen Gästetisch. Ludovico hat gern Gäste. Es muss nur ordentlich sein, seine Mutter sieht jeden Farben. Sie ist mit Vaters Büchern nicht einverstanden. So wenig wie Pater Christophorus. Er hat seit Jahren kein Buch mehr geschrieben. Ich glaube, er hat eingesehen, dass er sich getäuscht hat. Ein sehr hoher geistlicher Herr vieles aus der Astronomie erklärt. Die Entfernungen sind zu weit. Donnerstag, schwimmender Körper. Wieder Eis, Schaft mit Wasser, Waage, eiserne Nadel, Aristoteles. Können Sie Herrn Galilei sagen, dass er mich empfangen muss? Er verdammt mich, ohne mich zu hören. Aber er will Sie doch nicht empfangen. Gott wird es Ihnen lohnen, wenn Sie ihn darum bitten. Ich muss ihn sprechen. Vater! Herr Mutius! Was wünschen Sie? Herr Galilei, ich bitte Sie um die Erlaubnis, Ihnen die Stellen in meinem Buch zu erklären, wo eine Verdammung der kopernikanischen Lehren von der Drehung der Erde vorzuliegen scheint. Ich habe... Was wollen Sie da erklären? Sie befinden sich in Übereinstimmung mit dem Dekret der Heiligen Kongregation von 1616, sind vollständig in Ihrem Recht. Sie haben zwar hier Mathematik studiert, aber das gibt uns kein Recht von Ihnen zu hören, dass 2 mal 2 4 ist. Sie haben das volle Recht zu sagen, dass dieser Stein soeben nach oben geflogen ist. Ins Dach! Herr Galilei... Ich sage Ihnen, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Gehen Sie hinaus aus meinem Haus. Sie haben recht. Das ist leider so. Er ist kein großer Mann und gelte wohl gar nichts, wenn er nicht Ihr Schüler gewesen wäre. Aber jetzt sagen Sie natürlich, er hat alles gehört, was Galilei zu lehren hatte, und er muss zugeben, es ist alles falsch. Der Herr tut mir leid. Vater mochte ihn zu gern.
Ich wollte mit dir gern über deine Heirat sprechen, Virginia. Du bist noch ein so junges Ding. Eine Mutter hast du nicht und dein Vater legt diese Eisstückchen aufs Wasser. In eine so ernste Angelegenheit geht man nicht blind hinein. Ich meine wirklich, du solltest zu einem richtigen Astronomen an der Universität gehen, damit er dir dein Horoskop stellt. Dann weißt du, woran du bist. Warum lachst du? Weil ich dort war. Was sagte er? 3 Monate lang muss ich Acht geben, weil da die Sonne im Steinbock steht. Aber dann bekomme ich einen äußerst günstigen Aszendenten und die Wolken zerteilen sich. Wenn ich den Jupiter nicht aus den Augen lasse, kann ich jede Reise unternehmen, da ich ein Steinbock bin. Und Ludovico? Er ist ein Löwe. Er soll sinnlich sein. Herr Rektor Gaffone? Ich bringe nur ein Buch, das Ihren Vater vielleicht interessiert. Ich bitte um des Himmels Willen, Herrn Galilei nicht zu stören. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe immer den Eindruck, dass man jede Minute, die man diesem großen Mann stiehlt, Italien stiehlt. Ich lege das Buch fein säuberlich in Ihre Hände und gehe auf Fußspitzen. Worüber ist es? Ich weiß nicht. De Maculis in Sole. Für die Sonnenflecken. Wieder eins. Horcht auf die Widmung. Der größten lebenden Autorität in der Physik, Galileo Galilei. Ich habe den Traktat des Fabricius aus Holland über die Flecken gelesen. Er meint, es sind Sternenschwärme, die zwischen Erde und Sonne vorüberziehen. Ist das nicht zweifelhaft, Herr Galilei? In Paris und Prag glaubt man, es sind Dünste von der Sonne. Federzoni bezweifelt das. Lasst mich gefälligst draußen. Ich habe gesagt, das ist alles. Ich bin der Linsenschleifer. Ich schleife Linsen und ihr schaut durch und beobachtet den Himmel. Und was ihr seht, sind nicht Flecken, sondern Maculis. Wie soll ich an irgendetwas zweifeln? Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ich nicht die Bücher lesen kann? Sie sind in Latein. Da ist Glückseligkeit im Zweifeln. Ich frage mich, warum. Warum untersuchen wir die Flecken nicht, Herr Galilei? Weil wir über schwimmende Körper arbeiten. Mutter hat Waschkörbe voll von Briefen. Ganz Europa fragt nach ihrer Meinung. Ihr Ansehen ist so gewachsen, dass Sie nicht schweigen können. Rom hat mein Ansehen wachsen lassen, weil ich geschwiegen habe. Aber jetzt können Sie sich Ihr Schweigen nicht mehr leisten. Ich kann es mir auch nicht leisten, dass man mich über einem Holzfeuer röstet, wie einen Schinken. Denken Sie denn, die Flecken haben mit dieser Sache zu tun? Gut, halten wir uns an die Eisstückchen. Das kann Ihnen nicht schaden. Richtig. Andrea? Was das Schwimmen angeht, so nehmen wir an, dass es nicht auf die Form eines Körpers ankommt, sondern darauf, ob er leichter ist oder schwerer ist als das Wasser. Was sagt Aristoteles? Discus latus platique. Übersetzen. Eine breite und flache Eisscheibe vermag auf dem Wasser zu schwimmen, während eine eiserne Nadel untersinkt. Warum sinkt nach dem Aristoteles das Eis nicht? Weil es breit und flach ist. Und so das Wasser nicht zu zerteilen vermag. Schön. Es steigt wieder in die Höhe. Richtig. Anscheinend vermag es beim Emporsteigen, das Wasser zu zerteilen. Fulgantio. Aber warum schwimmt es denn überhaupt? Eis ist schwerer als Wasser. Da es verdichtetes Wasser ist. Wie wenn es verdünntes Wasser wäre? Es muss leichter sein als Wasser ist, sonst schwämme es nicht. Aha. So wenig wie eine eiserne Nadel schwimmt. Alles, was leichter ist als Wasser ist, schwimmt. Alles, was schwerer ist, sinkt. Was zu beweisen war. Du musst lernen, vorsichtig zu denken, Andrea. Gib mir die eiserne Nadel.
Eisen. Schwerer als Wasser? Ja. Heiliger Aristoteles, Sie haben ihn niemals überprüft. Jedes Mal, wenn Sie lachen, kriege ich einen kleinen Schreck. Worüber lachen Sie, denke ich? Vater sagt, die Theologen haben ihr Glockenläuten und die Physiker haben ihr Lachen. Aber ich bin froh, dass er wenigstens nicht mehr so oft durch sein Rohr schaut. Das war noch schlimmer. Jetzt legt er doch nur Eisstücke aufs Wasser, da kann nicht viel Schlimmes dabei herauskommen. Ich weiß nicht. Warum hast du denn nicht geschrieben, dass du kommen willst? Ich war nur in der Nähe, unsere Weinberge bei Buccione zu studieren. Aber ich konnte mich nicht weghalten. Komm. Wer ist das? Ludovico. Können Sie ihn nicht sehen? Oh, Ludovico, was machen die Pferde? Die sind wohl auf, Herr. Sappi, wir feiern. Hol einen Krug von diesem sizilischen Wein, dem alten. Siehst blass aus. Das Landleben wird dir willkommen. Die Mutter erwartet dich im September. Wart, ich zeig dir mein Brautkleid. Ich höre, Sie haben mehr als 1000 Studenten in Ihren Vorlesungen an der Universität, Herr. An was arbeiten Sie im Augenblick? Täglich ist einerlei. Du kommst über Rom? Ja. Bevor ich es vergesse, die Mutter beglückwünscht Sie zu Ihrem bewunderungswürdigen Takt angesichts dieser neuen Sonnenfleck-Orgien der Holländer. Besten Dank. Setz dich. Rom hat wieder sein Tagesgespräch für den Februar. Christopher Clavius drückte die Befürchtung aus, dieser ganze Erde-um-die-Sonne-Zirkus, der möchte wieder von vorne anfangen, durch diese Sonnenflecken. Keine Sorge. Sonstige Nachrichten aus der Heiligen Stadt, abgesehen von den Hoffnungen auf neue Sünden meinerseits? Ihr wisst natürlich, dass der Heilige Vater im Sterben liegt. Wer wird als Nachfolger genannt? Meistenteils Barberini. Barberini? Herr Galilei kennt Barberini. Kardinal Barberini ist Mathematiker. Ein Wissenschaftler auf dem Heiligen Stuhl. Sie brauchen jetzt Männer wie Barberini, die etwas Mathematik gelesen haben. Die Dinge kommen in Bewegung. Fedazzoni! Wir mögen doch die Zeit erleben, wo wir uns nicht wie Verbrecher umzublicken haben, wenn wir sagen, 2 mal 2 ist 4. Der Wein schmeckt mir. Was sagst du zu ihm, Ludovico? Er ist gut. Ich kenne den Weinberg. Der Hang ist steil und steinig, die Traube fast blau. Ich liebe diesen Wein. Ja, Herr. Er hat kleine Schatten in sich. Er ist beinahe süß. Lässt es aber bei dem beinahe bewenden. Andrea, räum das Zeug weg. Eisschaff und nach. Ja! Ich schätze die Tröstungen des Fleisches. Ich habe keine Geduld mit den feigen Seelen, die dann von Schwächen sprechen. Ich sage, genießen ist eine Leistung. Was beabsichtigen Sie? Wir beginnen wieder mit dem Erde-um-die-Sonne-Zirkus. Wir könnten herausfinden, dass sich die Sonne ebenfalls dreht. Wie würde dir das gefallen, Marsini? Woher die Erregung? Sie wollen doch nicht wieder mit diesem Teufelszeug anfangen, Herr Galilei. Jetzt weiß ich auch, warum deine Mutter dich zu mir schickte. Barberini im Aufstieg. Das Wissen wird eine Leidenschaft sein und die Forschung eine Wollust. Clavius hat recht, diese Sonnenflecken interessieren mich. Schmeckt dir mein Wein, Ludovico? Ich sagte es Ihnen, Herr. Er schmeckt dir? Wirklich? Er schmeckt mir. Würdest du so weit gehen, eines Mannes Wein
oder Tochter anzunehmen, ohne zu verlangen, dass er seinen Beruf an den Nagel hängt. Was hat meine Astronomie mit meiner Tochter zu tun? Die Phasen der Venus ändern ihren Hintern nicht. Seien Sie nicht so ordinär. Ich hole sofort Virginia. Die Ehen in Familien wie der meinen werden nicht nur nach geschlechtlichen Gesichtspunkten geschlossen. Hat man dich 8 Jahre zurückgehalten, meine Tochter zu ehelichen, während ich eine Probezeit zu absolvieren hatte? Meine Frau wird auch im Kirchenstuhl unserer Dorfkirche Figur machen müssen. Ach, du meinst, deine Bauern werden es von der Heiligkeit der Gutsherrin abhängig machen, ob sie Pachtzinsen zahlen oder nicht? In gewisser Weise. Andrea, Fulgencio, holt den Messingspiegel und den Schirm. Darauf werfen wir das Sonnenbild unserer Augenlehnen. Sie haben seinerzeit in Rom unterschrieben, dass Sie sich nicht mehr in diese Erde um die Sonne-Sache einmischen würden, Herr. Ach, das, damals hatten wir einen rückschrittlichen Papst. Hatten? Seine Heiligkeit ist noch nicht einmal gestorben. Nahezu, nahezu! Leg dein Netz von Quadraten über den Schirm. Wir gehen methodisch vor. Und dann werden wir Ihre Briefe beantworten können. Wie, Andrea? Galileo. Galileo. Jetzt werde ich dir etwas sagen. Ich habe meinen Sohn in Sünde fallen sehen. Wegen dieser Experimente und Theorien und Observationen. Und ich habe nichts machen können. Du hast dich aufgeworfen gegen die Obrigkeiten. Und sie haben dich schon einmal verwarnt. Die höchsten Kardinäle haben in dich hineingeredet wie in ein krankes Ross. Es hat eine Zeit lang geholfen, aber kurz nach Maria Empfängnis habe ich dich wieder erwischt, wie du insgeheim mit diesen Observationen angefangen hast. Auf dem Dachboden. Ich habe nicht viel gesagt, aber ich wusste Bescheid. Ich bin gelaufen und habe eine Kerze gespendet für den heiligen Josef. Es geht über meine Kräfte. Wenn ich mit dir allein bin, zeigst du Anzeichen von Verstand. Und sagst, du weißt, du musst dich verhalten, weil es gefährlich ist. Aber 2 Tage Experimente und es ist so schlimm mit dir wie je. Wenn ich meine ewige Seligkeit einbüße, weil ich zu einem Ketzer halte, so ist das meine Sache. Aber du hast kein Recht, auf dem Glück deiner Tochter herumzutrampeln mit deinen großen Füßen. Bringt das Teleskop. Bringen Sie das Gepäck zurück in die Kutsche. Das übersteht sie nicht. Sie können es ihr selber sagen. Ich sehe, Sie haben Ihre Vorbereitungen getroffen. Herr Galilei, die Mutter und ich leben 3/4 des Jahres auf dem Gut in der Campagna. Wir können Ihnen bezeugen, dass unsere Bauern sich durch ihre Traktate über die Trabanten des Jupiter nicht beunruhigen. Ihre Feldarbeit ist zu schwer. Jedoch könnte es Sie verstören, wenn Sie erführen, dass frivole Angriffe auf die heiligen Doktrinen der Kirche nunmehr ungestraft blieben. Und vergessen Sie nicht ganz, dass diese Bedauernswerten in Ihrem zertierten Zustand alles durcheinander bringen. Sie sind wirkliche Tiere. Und Sie können sich das kaum vorstellen. Auf das Gerücht, dass auf einem Apfelbaum eine Birne gesehen wurde, laufen Sie von der Feldarbeit weg, um darüber zu schwatzen. Ja? Tiere! Wenn Sie aufs Gut kommen, sich über eine Kleinigkeit zu beschweren, ist die Mutter gezwungen, vor Ihren Augen einen Hund auspeitschen zu lassen. Das allein kann Sie an Zucht und Ordnung und Höflichkeit erinnern. Ihr peitscht nicht nur Hunde aus, um sie in Zucht zu halten. Wie, Marcel? Herr Galilei, Sie haben ein wunderbares Gehirn. Schade. Er droht ihn. Ja, ich könnte seine Bauern aufstören, neue Gedanken zu denken und seine Dienstleute und seine Verwalter. Sie werden für immer der Sklave Ihrer Leidenschaften sein. Entschuldigen Sie mich bei Virginia. Ich denke, es ist besser, ich sehe Sie jetzt nicht. Die Mitgift steht zu Ihrer Verfügung. Jederzeit. Guten Tag. Nimm das Tuch vom Rohr. Ich wusste, dass Sie mit der Arbeit schon begonnen hatten. Ich wusste es, als Sie Herrn Marsili nicht erkannten.
geschickt, Vater. Ich muss es wissen. Der Großherzog für heute bestellt? Nein. Aber ich habe mich ansagen lassen. Er will das Buch haben, hat dafür bezahlt.
dieser Mensch wieder, der uns hierher folgte? Ich kenne ihn nicht. Aber ich habe ihn öfter gesehen in den letzten Tagen. Er ist mir unheimlich. Unsinn. Wir sind hier in Florenz und nicht unter korsischen Räubern. Da kommt Rektor Gaffone. Den fürchte ich. Der Dummkopf wird mich wieder in ein stundenlanges Gespräch verwickeln. Was sind denn den gefahren? Meine Augen sind heute wieder schlecht. Hat er überhaupt gegrüßt? Kaum. Was steht in deinem Buch? Ist es möglich, dass man es für ketzerisch hält? Du hängst zu viel in den Kirchen herum. Ich habe ein Buch geschrieben über die Mechanik des Universums, das alles. Was daraus gemacht wird, geht mich nichts an. Wenn die Leute wüssten, wie du verurteilst, was Fastnacht überall passiert. Na, gib einem Bär Honig und du wirst deinen Arm einbüßen, wenn das Vieh Hunger hat. Dauert lang. Frag den Beamten und beschwer dich, dass man uns hier warten lässt. Herr Minchio. Ist seine Hoheit verständig, dass mein Vater ihn zu sprechen wünscht? Wie soll ich das wissen? Das ist keine Antwort. Nein. Sie haben höflich zu sein. Sagt, der Großherzog ist noch beschäftigt. Ich hörte dich etwas von höflich sagen. Was war das? Ich dankte ihm für seine höfliche Auskunft, sonst nichts. Kannst du das Buch nicht hier zurücklassen? Du verlierst nur Zeit. Fang an, mich zu fragen, was diese Zeit wert ist. Sagredus nach Padua für ein paar Wochen doch folge. Meine Gesundheit ist nicht die beste. Du könntest nicht ohne deine Bücher leben. Etwas von dem sizilischen Wein könnte man in ein, zwei Kisten mitnehmen. Du hast immer gesagt, er verträgt Transport nicht. Und der Hof schuldet dir noch 3 Monate Gehalt. Das schickt man dir nicht nach. Das ist wahr! Die Prozession! Thank you.
beiden größten Weltsysteme. Aha. Wie steht es mit Ihren Augen? Nicht zum Besten, Herr Hoheit. Wenn Herr Hoheit gestatten, ich habe das Buch. Der Zustand Ihrer Augen beunruhigt mich. Wirklich, er beunruhigt mich. Er zeigt mir, dass Sie Ihr vortreffliches Rohr vielleicht ein wenig zu eifrig benutzen. Nicht? Er hat das Buch nicht genommen. Wie? Vater, ich fürchte mich. Zeig keine Gefühle. Schneider Wolpi. Ich habe mit ihm verabredet, dass im anliegenden Hof der Weinschenke ein Wagen mit leeren Fässern immer bereitsteht, der mich aus der Stadt bringen kann. Sieh dich nicht um. Galilei, ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass der florentinische Hof nicht länger imstande ist, dem Wunsch der Heiligen Inquisition, Sie in Rom zu verhören, Widerstand entgegenzusetzen. Der Wagen der Heiligen Inquisition erwartet Sie, Herr Galilei. Nein, nein, nein. So wollen Eure Heiligkeit Ihren nun sich versammelnden Doktoren aller Fakultäten, Vertretern aller Heiligen Orden und der gesamten Geistlichkeit mitteilen, dass die Schrift nicht länger für wahr gelten könne. Ich lasse nicht die Rechentafel zerbrechen. Nein. Was es die Rechentafel ist und nicht der Geist der Auflehnung und des Zweifels, das sagen diese Leute. Aber es ist nicht die Rechentafel, sondern eine entsetzliche Unruhe ist in die Welt gekommen. Es ist die Unruhe ihres eigenen Gehirns, die diese auf die unbewegliche Erde übertragen. Sie schreien die Zahlen, zwingen uns. Aber woher kommen Ihre Zahlen? Jedermann weiß, dass sie vom Zweifel kommen. Diese Menschen zweifeln an allem. Sollen wir die menschliche Gesellschaft auf den Zweifel begründen und nicht mehr auf den Glauben? Du bist mein Herr, aber ich zweifle, ob das gut ist. Das ist dein Haus und deine Frau, aber ich zweifle, ob sie nicht mein sein sollen. Andererseits findet Eure Heiligkeit Liebe zur Kunst, der wir so schöne Sammlungen verdanken, schimpfliche Auslegungen, wie die auf den Häuserwänden Roms zu lesende, was die Barbaren Rom gelassen haben. Rauben ihn die Barberinis. Und im Auslande? Es hat Gott gefallen, den Heiligen Stuhl schweren Prüfungen zu unterwerfen. Eure Heiligkeit spanische Politik wird von Menschen, denen die Einsicht mangelt, nicht verstanden. Das Zerwürfnis mit dem Kaiser bedauert. Seit 1,5 Jahrzehnten ist Deutschland eine Fleischbank und man zerfleischt sich mit Bibelzitaten auf den Lippen. Und jetzt, wo unter der Pest, dem Krieg und der Reformation die Christenheit zu einigen Häuflein zusammenschmilzt, geht das Gerücht über Europa, dass Eure Heiligkeit mit dem lutherischen Schweden in geheimem Bündnis stehen, um den katholischen Kaiser zu schwächen. Und da richten diese Würmer von Mathematikern ihre Rohre auf den Himmel und teilen der Welt mit, dass Eure Heiligkeit auch hier, in dem einzigen Raume, den man ihnen noch nicht bestreitet, schlecht geschlagen sind.
Man könnte sich fragen, welch ein Interesse plötzlich an einer so abliegenden Wissenschaft wie der Astronomie. Ist es nicht gleichgültig, wie diese Kugeln sich drehen? Aber niemand in ganz Italien, das bis auf die Pferdeknechte hinab, durch das böse Beispiel dieses Florentiners von den Phasen der Venus schwatzt, denkt nicht zugleich an so vieles, was in den Schulen und an allen anderen Orten für unumstößlich erklärt wird und so sehr lästig ist. Was käme heraus, wenn diese alle schwach im Fleisch und zu jedem Exzess geneigt nur noch an die eigene Vernunft glaubten, die dieser Wahnsinnige für die einzige Instanz erklärt? Und so weithin sind sie jetzt. Dieser Galilei weiß, was er tut, wenn er seine astronomischen Arbeiten statt in Latein im Idiom der Fischweiber und Wollhändler verfasst. Das zeigt sehr schlechten Geschmack. Das werde ich ihm sagen. Er verhetzt die einen und besticht die anderen. Die oberitalienischen Seestädte fordern für ihre Schiffe immer dringender die Sternkarten des Herrn Galilei. Man wird ihnen nachgeben müssen. Es sind materielle Interessen. Aber diese Sternkarten beruhen auf seinen ketzerischen Behauptungen. Es handelt sich gerade um die Bewegungen dieser gewissen Gestirne, die nicht stattfinden können, wenn man seine Lehre ablehnt. Man kann nicht die Lehre verdammen und die Sternkarten nehmen. Warum nicht? Man kann nichts anderes. Dieses Geschlurfe macht mich nervös. Entschuldigen Sie, wenn ich ihn behorche. Es wird Ihnen vielleicht mehr sagen, Eure Heiligkeit, als ich es kann. Sollen diese alle von hier weggehen? Den Zweifel im Herzen? Schließlich ist der Mann der größte Physiker dieser Zeit. Das Licht Italiens und nicht irgendein Wirrkopf. Er hat Freunde. Da ist der Sai, da ist der Wiener Hof. Sie werden die Heilige Kirche eine Senkgrube verfaulter Vorurteile nennen. Hand weg von ihm. Man wird praktisch bei ihm nicht weit gehen müssen. Er ist ein Mann des Fleisches, er würde sofort nachgeben. Er kennt mehr Genüsse als irgendein Mann, den ich getroffen habe. Er denkt auf Sinnlichkeit. Zu einem alten Wein oder einem neuen Gedanken könnte er nicht Nein sagen. Und ich will keine Verurteilung physikalischer Fakten. Keine Schlachtrufe wie hier Kirche und hier Vernunft. Ich habe ihm sein Buch erlaubt, wenn es am Schluss die Meinung wiedergäbe, dass das letzte Wort nicht die Wissenschaft, sondern der Glaube hat. Er hat sich daran gehalten. Aber wie? In seinem Buch streiten ein dummer Mensch, der natürlich die Ansichten des Aristoteles vertritt, und ein Kluger, der ebenso natürlich die des Herrn Galilei vertritt. Und die Schlussbemerkung, Eure Heiligkeit. Spricht wer? Was ist das jetzt wieder? Wer äußert also unsere? Nicht der Kluge. Dieses Getrampel in den Korridoren ist unerträglich. Kommt denn die ganze Welt? Nicht die ganze, aber ihr bester Teil. Das Alleräußerste ist, dass man ihm die Instrumente zeigt. Das wird genügen, Eure Heiligkeit. Herr Galilei versteht sich auf Instrumente. Der Gnade, der Herr zu dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Du bist Maria, voll der Gnade, der Herr zu dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt. Gestern war das große Verhör und heute ist die Sitzung. Der Papst hat ihn nicht empfangen.
keine wissenschaftlichen Diskussionen mehr. Er war seine letzte Hoffnung. Es war wahr, was er ihm damals vor Jahren in Rom sagte, als er noch der Kardinal Barberini war. Wir brauchen dich, jetzt haben sie ihn. Sie werden ihn umbringen. Die Discorsi werden nicht zu Ende geschrieben. Meinst du? Da er niemals widerruft. Sie ihm wohl seinen kleinen Stein lassen, den er immer in der Tasche mit sich herumträgt? Seinen Beweisstein? Nein, wo Sie ihn hinführen, geht man ohne Taschen. Das werden Sie nicht wagen. Und selbst wenn Sie es ihm antun, wird er nicht widerrufen. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher! Alles mit Gewalt. Vielleicht nicht. Er ist 23 Tage im Kerker gesessen. Sie betet, dass er widerrufen will. Lass sie. Sie ist ganz verwirrt, seit Sie mit ihr gesprochen haben. Sie haben Ihren Beichtvater von Florenz hierher kommen lassen. Herr Galilei wird bald hier sein, er mag ein Bett benötigen. Man hat ihn entlassen? Man erwartet, dass Herr Galilei um 5 Uhr in einer Sitzung der Inquisition widerrufen wird. Die große Glocke von St. Markus wird geläutet und der Wortlaut des Widerrufs öffentlich ausgerufen werden. Ich glaube es nicht. Wegen der Menschenansammlungen in den Gassen wird Herr Galilei in das Gartentor hier hinter den Palast gebracht werden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Der Mond ist eine Erde und hat kein eigenes Licht. Und so hat die Venus kein eigenes Licht, und es fiel die Erde und läuft um die Sonne. Und es drehen sich 4 Monde um das Gestirn Jupiter, das sich in der Höhe der Fixsterne befindet und an keiner Schale befestigt ist. Und die Sonne ist das Zentrum der Welt und unbeweglich an ihrem Ort. Und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Und er ist es, der es uns gezeigt hat. Und mit Gewalt kann man nicht ungesehen machen, was gesehen wurde. Todesarmen, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Wahrheit. Nichts. Es ist über 5. Er widerruft nicht? Nein. Oh, wir Glücklichen! Also, es gibt nicht alles mit Gewalt. Sie kann nicht alles. Also, die Torheit wird besiegt. Sie ist nicht unverletzlich. Also, der Mensch fürchtet den Tod nicht. Jetzt beginnt wirklich die Zeit des Wissens. Das ist Ihre Geburtsstunde. Bedenkt, wenn er widerrufen hätte. Ich sagte es nicht, aber ich war voll Sorge.
Ich Kleingläubiger. Aber ich wusste es. Herr, ich danke Ihnen. Die Glocke von St. Markus ist nicht verdammt. Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Ich kann ihn nicht ansehen. Er soll weg. Beruhige dich. Weinschlauch. Schneckenfresser. Hast du deine geliebte Haut gerettet? Gib ihm ein Glas Wasser. Mir ein wenig hilft. Nein. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Ich habe keine Gänse bestellt. Ich soll sagen, von jemand auf der Durchreise. Jemand auf der Durchreise hat ein Geschenk abgeben lassen. Was ist es? Kannst du es nicht sehen? Nein. Ist dein Name dabei? Nein. Schwer. Ich könnte noch etwas davon essen. Du kannst doch nicht schon wieder hungrig sein. Du hast eben zu Abend gegessen. Und was ist wieder mit deinen Augen los? Die müsstest du sehen. Du stehst im Schatten. Ich stehe nicht im Schatten. Gib Thymian zu und Äpfel. Wir müssen nach dem Augendoktor schicken. Vater konnte die Gänse nicht sehen. Ich brauche erst die Erlaubnis von uns in Jurokapula. Hat er wieder selber geschrieben? Nein, er hat sein Buch mir diktiert, das wissen Sie ja.
Sie haben die Seiten 131 und 132 und das waren die letzten. Er ist ein alter Fuchs. Er tut nichts gegen die Vorschriften. Seine Reue ist echt. Ich passe auf ihn auf. Sagen Sie in der Küche, Sie sollen die Leber rösten mit einem Apfel und einer Zwiebel. Und jetzt denken wir an unsere Augen und hören schnell auf mit dem Ball. Soll ich dir vorlesen? Ja. Diese Inschriften an der Decke der Bibliothek des Herrn Montaigne. Aber nur die, die ich angestrichen habe. Vierundfünfzigste Inschrift, ohne Schwanken. Nicht sonst? Nein. Aber das hängt zumindest von drei Dingen ab. Der Kraft des Stoßes, den man empfangen hat, der Sichtbarkeit des Zieles und der Solidität der Unterlage. Schöner Rat. Weiter. 52. Inschrift. Ich begreife nicht. Das ist gut. Das ist ein Anfang. 13. Das kann sein und nicht sein. Gut, wenn Gründe gegeben werden. Weiter. 5. Es ist nicht so und nicht so, vielmehr auf keine Weise von beiden. Wenn weiter gesucht wird. 21. Wer da weiß, dass er weiß, weiß noch nicht, wie man weiß. Das ist sehr gut wieder. Schmeckt alles nach Kapitulation. 42. Nicht die Dinge verwirren die Menschen, sondern die Meinungen über die Dinge. Das ist vielleicht auch falsch. Wer verwirrt denn die Meinungen? Soll ich das aufschreiben? Nein. 19. Ich bin ein Mensch, mir ist nichts Menschliches fremd. Gut. 37. Wie einen Schatten hat Gott den Menschen erschaffen. Wer kann ihn richten, wenn die Sonne untergegangen ist? Vierzehnte. Bewundernswert ist das Gute. Lauter. Bewundernswert ist das Gute. Guten Abend. Ich bin im Begriff, Italien zu verlassen, um in Holland wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich bin gebeten worden, ihn auf der Durchreise aufzusuchen, damit ich über ihn berichten kann. Ich weiß nicht, ob er dich sehen will. Du bist nie gekommen. Frag ihn. Ist es Andrea? Ja, soll ich ihn wegschicken? Führ ihn herein. Er ist harmlos. Er war sein Schüler, so ist er jetzt sein Feind. Lass mich allein mit ihm, Virginia. Ich will hören, was er erzählt. Wie geht es Ihnen? Tritt näher. Was machst du? Erzähl von deiner Arbeit. Ich höre, es ist über Hydraulik. Fabricius in Amsterdam hat mir aufgetragen, mich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Ich befinde mich wohl. Man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Es freut mich, berichten zu können, dass Sie sich wohl befinden. Fabricius wird erfreut sein, es zu hören. Und du kannst ihn informieren, dass ich in angemessenem Komfort lebe. Durch die Tiefe meiner Rolle habe ich mir die Gunst meiner Obern so weit erhalten können, dass mir in bescheidenem Umfang wissenschaftliche Studien unter geistlicher Kontrolle gestattet werden konnten. Jawohl.
Auch wir hörten, dass die Kirche mit ihnen zufrieden ist. Es wird versichert, die Oberen hätten mit Genugtuung festgestellt, dass in Italien kein Werk mit neuen Behauptungen mehr veröffentlicht wurde, seit sie sich unterwarfen. Leider gibt es Länder, die sich der Obhut der Kirche entziehen. Ich fürchte, dass die verurteilten Lehren dort weiter gefördert werden. Auch dort trat infolge ihres Widerrufs ein für die Kirche erfreulicher Rückschlag ein. Nichts von Descartes? Nichts aus Paris? Doch. Auf die Nachricht von ihrem Widerruf stopfte er sein Traktat über die Natur des Lichts in die Lade. Ich bin in Sorge einiger wissenschaftlicher Freunde wegen, die ich auf die Bahn des Irrtums geleitet habe. Sind sie durch meinen Widerruf belehrt worden? Um wissenschaftlich arbeiten zu können, habe ich vor, nach Holland zu gehen. Man gestattet nicht den Ochsen, was Jupiter sich nicht gestattet. Ich verstehe. Federzoni schleift wieder Linsen in irgendeinem Mailänder Laden. Er kann nicht Latein. Fulgantio, unser kleiner Mönch, hat die Forschung aufgegeben und ist in den Schoß der Kirche zurückgekehrt. Ja. Meine Obern sehen meiner eigenen seelischen Wiedergesundung entgegen. Ich mache bessere Fortschritte, als zu erwarten war. So. Der Herr sei gelobt. Sieh nach den Gänsen, Virginia. Der Mensch missfällt mir. Er ist harmlos, Sie hören doch. Wir haben frischen Ziegenkäse bekommen. Ich habe wieder geschrieben. So. Schrieb die Discorsi fertig. Was? Die Gespräche betreffen zwei neue Wissenszweige, Mechanik und Fallgesetze? Hier? So. Man gibt mir Papier und Feder. Meine Obern sind keine Dummköpfe. Sie wissen, dass eingewurzelte Laster nicht von heute auf morgen abgebrochen werden können. Sie schützen mich vor misslichen Folgen, indem sie Seite für Seite wegschließen. Discorsi in der Hand der Mönche. Amsterdam und London und Prag hungern danach. Ich kann Fabricius jammern hören, pochend auf sein Pfund Fleisch, selber in Sicherheit sitzend in Amsterdam. Zwei neue Wissenszweige so gut wie verloren. Es wird ihn und einige andere zweifellos erheben zu hören, dass ich die letzten kümmerlichen Reste meiner Bequemlichkeit aufs Spiel gesetzt habe. Eine Abschrift zu machen, hinter meinem Rücken sozusagen, aufbrauchend die letzte Unze Licht der helleren Nächte von 6 Monaten. Sie haben eine Abschrift? Meine Eitelkeit hat mich bisher davon zurückgehalten, sie zu vernichten. Ich wusste. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus. Wer immer das schrieb, wusste mehr über Komfort als ich. Sieh im Globus nach. Ich nehme an, es ist die Höhe der Torheit, sie auszuliefern. Solltest du erwägen, sie nach Holland mitzunehmen, würdest du natürlich die gesamte Verantwortung zu schultern haben. Du hättest sie in diesem Fall von jemandem gekauft, der Zutritt zum Original im Heiligen Offizium hat. Die Discorsi. Mein Vorsatz ist es, eine sehr neue Wissenschaft aufzustellen, handelnd von einem sehr alten Gegenstand der Bewegung. Ich habe durch Experimente einige ihrer Eigenschaften entdeckt, die wissenswert sind. Etwas musste ich anfangen in meiner Zeit. Dies wird eine neue Physik begründen. Stopf es unter den Rock.
Und wir dachten, Sie wären übergelaufen. Meine Stimme war die lauteste gegen Sie. Es gehörte sich. Ich lehrte dich Wissenschaft und ich verneinte die Wahrheit. Ja, dies ändert alles. Alles. Ja? Sie versteckten die Wahrheit vor dem Feind. Auch auf dem Felde der Ethik waren Sie uns um Jahrhunderte voraus. Erläutere das, Andrea. Mit dem Mann auf der Straße sagten wir, er wird sterben, aber er wird nie widerrufen. Sie kamen zurück, ich habe widerrufen, aber ich werde leben. Ihre Hände sind befleckt, sagten wir. Sie sagen, besser befleckt als leer. Besser befleckt als leer? Klingt realistisch, klingt nach mir. Neue Wissenschaft, neue Ethik. Ich vor allen anderen hätte es wissen müssen. Als es Ihnen 33 gefiel, einen volkstümlichen Punkt Ihrer Lehren zu widerrufen, hätte ich wissen müssen, dass Sie sich lediglich aus einer hoffnungslosen politischen Schlägerei zurückzogen, um das eigentliche Geschäft der Wissenschaft weiter zu betreiben. Welches besteht in? Dem Studium der Eigenschaften der Bewegung, Mutter der Maschinen, die allein die Erde so bewohnbar machen werden, dass der Himmel abgetragen werden kann. Aha. Sie gewannen die Muße, ein wissenschaftliches Werk zu schreiben, das nur Sie allein schreiben konnten. Hätten Sie in einer Gloriole von Feuer auf dem Scheiterhaufen geendet, wären die anderen die Sieger gewesen. Sie sind die Sieger. Und es gibt kein wissenschaftliches Werk, das nur ein Mann schreiben kann. Warum dann haben Sie widerrufen? Ich habe widerrufen, weil ich den körperlichen Schmerz fürchtete. Nein. Man zeigte mir die Instrumente. So war es kein Plan? Es war keiner. Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot, den wissenschaftlichen Beitrag. Den habe ich geliefert. Willkommen in der Gosse, Bruder in der Wissenschaft und Vetter im Verrat. Siehst du Fisch? Ich habe Fisch. Aber was stinkt, ist nicht mein Fisch, sondern ich. Ich verkaufe aus, du bist ein Käufer. O unwiderstehlicher Anblick des Buches, der geheiligten Ware. Das Wasser läuft im Mund zusammen und die Flüche ersaufen. Die große babylonische, das mörderische Vieh, die Scharlachne, öffnet die Schenkel und alles ist anders. Geheiligt sei unsere schachernde, weißwaschende, todfürchtende Gemeinschaft. Todesfurcht ist menschlich. Menschliche Schwächen gehen die Wissenschaft nichts an. Nein! Mein lieber Sarti, auch in meinem gegenwärtigen Zustand fühle ich mich noch fähig, Ihnen ein paar Hinweise darüber zu geben, was die Wissenschaft alles angeht, der Sie sich verschrieben haben. In meinen freien Stunden, deren ich viele habe, bin ich meinen Fall durchgegangen und habe darüber nachgedacht, wie die Welt der Wissenschaft, zu der ich mich selber nicht mehr zähle, ihn zu beurteilen haben wird. Selbst ein Wollhändler muss außerbillig einkaufen und teuer verkaufen, auch noch darum besorgt sein, dass der Handel mit Wolle ungehindert vor sich gehen kann. Der Verfolg der Wissenschaft scheint mir diesbezüglich besondere Tapferkeit zu erheischen. Sie handelt mit Wissen, gewonnen durch Zweifel. Wissen verschaffend über alles, für alle, trachtet sie, Zweifler zu machen aus allem. Nun wird der Großteil der Bevölkerung von ihren Fürsten, Grundbesitzern und Geistlichen in einen perlmutternen Dunst von Aberglauben und alten Wörtern gehalten, welcher die Machination dieser Leute verdeckt. Das Elend der vielen ist alt wie das Gebirge und wird von Kanzel und Katheder herab für unzerstörbar erklärt, wie das Gebirge. Unsere neue Kunst des Zweifelns entzückte das große Publikum. Es riss uns das Teleskop aus der Hand und richtete es auf seine Peiniger, diese selbstischen und gewalttätigen Männer, die sich die Früchte der Wissenschaft gierig zunutze gemacht haben, fühlten zugleich das kalte Auge der Wissenschaft auf ein tausendjähriges, aber künstliches Elend gerichtet, das deutlich beseitigt werden konnte, indem sie beseitigt wurden. Sie überhäuften uns mit Drohungen und Bestechungen, unwiderstehlich für schwache Seelen. Aber können wir uns der Menge verweigern,
und doch Wissenschaftler bleiben? Die Bewegungen der Himmelskörper sind übersichtlicher geworden. Immer noch unberechenbar sind den Völkern die Bewegungen ihrer Herrscher. Der Kampf um die Messbarkeit des Himmels ist gewonnen durch Zweifel. Durch Gläubigkeit muss der Kampf der römischen Hausfrau Milch immer aufs Neue verloren gehen. Die Wissenschaft, sagt die, hat mit beiden Kämpfen zu tun. Eine Menschheit stolpernd in diesem tausendjährigen Perlmutterdunst von Aberglauben und alten Wörtern. Zu unwissend, ihre eigenen Kräfte voll zu entfalten. Wird nicht fähig sein, die Kräfte der Natur zu entfalten, die ihr enthüllt. Wofür arbeitet ihr? Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen anzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden. Und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen euch und ihr kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden wird. Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. In meiner Zeit erreichte die Astronomie die Marktplätze. Unter diesen besonderen Umständen hätte die Standhaftigkeit eines Mannes große Erschütterungen hervorrufen können. Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler so etwas wie den Hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden. Wie es nun steht, ist das Höchste, worauf man hoffen kann, ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden können. Ich habe zudem die Überzeugung gewonnen, Sarti, dass ich niemals in wirklicher Gefahr schwebte. Einige Jahre lang war ich ebenso stark wie die Obrigkeit. Und ich überlieferte mein Wissen den Machthabern, es zu gebrauchen. Es nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen, ganz wie sie ihren Zwecken diente. Ich habe meinen Beruf verraten. Ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den Reihen der Wissenschaftler nicht geduldet werden. Du bist aufgenommen in den Reihen der Gläubigen. Richtig. Ich muss jetzt essen. Du lehrst jetzt selber. Kannst du es dir leisten, eine Hand wie die meine zu nehmen? Jemand, der hier durchkam, hat mir Gänse geschickt. Ich esse immer noch gern. So sind Sie nicht mehr der Meinung, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist? Doch. Gib Acht auf dich, wenn du durch Deutschland kommst. Die Wahrheit unter dem Rock. Hinsichtlich Ihrer Einschätzung des Verfassers, von dem wir sprachen, weiß ich Ihnen keine Antwort. Aber ich kann mir nicht denken, dass Ihre mörderische Analyse das letzte Wort sein wird. Besten Dank, Herr. Wir haben Besucher aus der Vergangenheit nicht gern. Sie regen ihn auf. Hast du eine Ahnung, wer die Gänse geschickt haben kann? Nicht, Andrea.
Vielleicht nicht. Wie ist die Nacht? Hell.